Da, ja. Gern. Ja, weil wir keinen Server angebracht haben. Die anderen zwei da drüben sollten gehen. Probiert's mal. So. Danke, danke. Ja, hallo. Ja, die müssen sich selber schreiben. Drei. Naruto hast? Ja, lange noch. Dann bin ich ein bisschen mehr zu rennen, oder? Ja. Die Pulk Action kann ich nur lokal machen? Nein. Aber kannst du immer die Dogs? Ja, sollte aber. 18, oder? Ah, was, was ich vergessen habe? Was? ETC Hosts, die IP-Adressen anzupassen. Mhm. 10, 128 war das, 16, 17. Und als Rot. Als Rot. Ist der falsche User. Gut. Na, ich. Ja, genau. Na, also, wie wir sehen, technische Schwierigkeiten. Na, die IP-Adressen sind anders als bei uns daheim, sozusagen. Und wir haben. Linux S 2018. Rufezeichen. Und so ist es auf dem Video auch drauf. Jetzt ist es drauf. Aber es ist eh wurscht. Das kann eh jeder gerne ausprobieren, das geht eh nur für heute. Na, wir müssen noch, was wichtig ist, was ich gleich vorab sagen kann, man kann einen PvE-Server, den man installiert hat, auch umbenennen. Das ist eines der Advanced Topics, wo du im ETC-Host Anpassungen vornehmen musst für IP-Adressen und Name, den Hostnamen natürlich ändern, gegebenenfalls, und unter den Networks. Und wenn man das Core-Sync auf derselben IP noch laufen hat, dann muss man natürlich dort auch Hand anfassen. Ja, ich habe nur vergessen, wie man so schön sieht, die 10er einzutragen in der Host und dann klappt es nicht mit dem Nachbarn. Gut. Also Ziel ist jetzt in erster Linie die drei Server, die hier so laut vor sich hin plären. Das sind jeweils für jeden zwei Proxmox VMs vorinstalliert schon. Die vorinstallierten haben mit Start X eine GUI, wo ihr euren Browser kriegt. Somit sind wir alle autark und wir brauchen keine IP-Adressen von der FH, außer die drei für den Server. Und die dritte Node, die werden wir dann im Anschluss von Hand selber installieren. Also da liegt schon die ISO drin. Wir starten das Ding. Wir gehen die Installation durch, was es so zur Auswahl gibt, was man wie verwenden kann.
wenn wir das installiert haben, kommt dann, der nächste Schritt, je nachdem, ob es die Pause ist dann oder ob wir dann mit dem Cluster kreieren weitermachen. Und wir kreieren, seit neuestem können wir auch über die Weboberfläche ein Cluster erstellen und Nodes hinzufügen. Und ich werde euch zeigen, sowohl als auch, also wie man das über die Weboberfläche, wo man es eintippert, und dann auch über die Command Line. Und wenn wir das haben, dann haben wir ein vollständiges Cluster, und das wäre so ein typischer Punkt für dann für eine Pause. Dann nach der Pause hat jeder in den ersten zwei VMs eine Debian-Kiste als Backup liegen. Wir stellen das Backup wieder her, haben eine laufende Maschine, vergeben eine IP-Adresse manuell, und dann, wer will, wir machen dann Live-Migration mit lokalen Storages und kopieren uns halt die Maschine von A nach B. Wenn wir damit durch sind und wir haben noch Zeit über, dann im Ende, also es kommt jetzt gerade dran, ich weiß noch nicht, wie ihr technisch, was ihr schon könnt, wie oft ihr Proxmox schon im Einsatz gesehen habt, überhaupt. Und je nachdem gibt es dann einen Ceph-Teil hinten dran, wo dann jeder, der will, noch extra Disken kriegt, dass er eine OSD für jede Node sich installieren kann, und ein Ceph einrichten, ein RBD-Pool einrichten, und dann darauf kann man aus dem Backup auch die Debian-Maschine wiederherstellen, und dann kann man mit dem Shared Storage mal testen, wie es mit HA, wenn man eine Node abschaltet, was passiert da, oder man macht einen Reboot und dergleichen. Genau, und auf den USB-Sticks habt ihr eben den Zettelwerk noch einmal. Und die Links sind anklickbar. Also sie sollten im PDF auch anklickbar sein. Weil das sind Teile zu der Doku. Wir haben unsere Referenzdoku online, und auf jedem Node haben wir halt da oben das Dokumentationsbutton. Danke, mein Assistent. Und kommt man zum selben, da kann man sich ein PDF runterladen, den EPUB für einen E-Reader und diese Section. Und ich habe einzelne Teile zu den Aufgaben reinkopiert, dass man halt schneller findet, und es ist mehr oder weniger Copy-Paste, ein bisschen lesen, was man da drin hat. Bist du? Klappt's? Hm? Bei allen drei? Ja, aber nicht starten. Cool. Die letzte sind noch am Start. Okay. Ihr habt in der zweiter Seite, in der obersten Section, drei IP-Adressen mit Weboberflächen angegeben. Je nachdem, was für einen Username ihr habt, User 11, User 20, je nachdem auf den Server springen. Ihr könnt zwar über jeden Server euch einloggen, aber es verteilt sich dann besser, wenn man dann so 5 Leute dort und 5 Leute dort hat. User 12 von Linux, Wochen 12? Ja. Genau. Kannst du mal die Login-Maske aufmachen, bitte? Das. Was machst du? PVE Authentication? Genau, wir brauchen PVE Authentication. Also beim Einloggen bitte hier umstellen auf PVE. Das andere, da brauchst du einen Linux-User, der quasi dann eingerichtet ist auf dem Debian unten drunter. Um sich das zu sparen, bietet sich das PVE, der PVE-Login an. Genau. Du hast alle ausgegeben, oder hat man noch einen? Ja, alle ausgeteilt. Alle ausgeteilt. Bei ihm ist jetzt Host und dann so ein Reset vom Cluster. Und dann hat er die IP wieder für alle anderen. Okay, wenn du alle ausgegeben hast, dann haben wir einen zu wenig, um fort zu sein. Wie meinst du? Wie alle auf dem Zettel? Ja? Nein, da drüben ist schon ganz verstanden. Ah, okay. Okay. Weil dann erzähle ich, und du gehst mit dem User 25.
Ah, eher auf B. Auf einen. Ja, ich habe das so gemacht, dass es ein bisschen verteilt, wenn du auf den zweiten springst, der User findet das. Genau. Also der Kollege loggt sich ein. Wir haben einen sehr schönen Button, Save the Username, falls jemand nur einen User hat. Das erste Login, genau, der ist auf die Proxmox-Oberfläche und der zweite mit dem Root ist dann für die VM selber. Genau, wenn ihr genau da seid und dann klickt ihr die Server einfach mal auf, weil ihr seht eh nur eure Ressourcen, die ihr auch wirklich Berechtigung habt zum Einsehen. Genau, und mit der Pool-View, weil ich das so eingerichtet habe, dass jeder User einem Pool zugeordnet ist. Und in diesem Pool sieht er seine Maschinen. Nichts anderes. Also praktisch, wenn man sich ein leichtes VDI machen will und man verwendet einfach die Proxmox GUI und sagt, User, log dich ein und da hast du deine Server. Wenn man nicht quasi extra das irgendwie mit einer GUI und über die REST-API abfangen will und sagt, ja, hallo, ich mache mal mein eigenes GUI und kriege die Informationen darüber und biete das so aller Citrix oder VMware direkt per Start vom Thin-Client an. Gut. Es sollten bei allen zwei Maschinen laufen, also die ersten zwei. Genau. Ja, also es kommt am Anfang, wenn man das GUI startet, der Hinweis, dass man eine Subscription, also man ohne Subscription fährt, was bedeutet, dass man im nächsten Schritt, was wir jetzt dann gleich machen werden, bei der dritten dann, wenn wir sie installiert haben, das Repository auf unser No-Subscription abändern. Die Subscription hätte den Vorteil, man muss das mal nicht machen, und die Testkette schaut so aus, dass wenn es ins PVE No Subscription geht, ist es die vorletzte Station und dann geht es ins Enterprise. Also es hat unser Staging intern schon durchlaufen, es hat einen PVE-Test, wo die Leute, die so freudig sind und testen, die Produkte, also die Pakete schon angeschaut haben und dann als nächstes ins PVE No Subscription, weil vom Test aufs No Subscription, da ist dann der Status okay, das ist einsatzfähig und auch wirklich soweit bug-free, dass man quasi keine großen Probleme reinlaufen, weil 100% bug-free geht leider nicht. Und dann geht es ins Enterprise, wenn es diesen No-Subscription-Zyklus auch durchlaufen hat und man sieht, okay, gut, das hat in der Breite der User keine großen Schwierigkeiten verursacht, also kann man das dann auch getrost in das Enterprise reinschieben. Und der Hauptfaktor ist natürlich hier, unterstützt uns schon ab der Community Subscription und mit jeweiligen höheren Level, also Basic, Premium, Basic, Standard, Premium, hat man dann von uns noch Support, wie ich es im Vortrag schon gesagt habe, da ist dann wirklich ein Entwickler dort, der sich euer Anliegen annimmt, also er kommt nicht irgendwo in ein Callcenter oder sonst wo raus, der mal schreibt so quasi, ja, zeig mir mal deine Subscription, dann zeige ich dir, wer ich bin, sondern da seid ihr wirklich beim Entwickler, der auch dann oftmals das Produktpaket geschrieben hat dann dazu. Gut. No Subscription ist stable. Das PVE No Subscription ist stable als nächster Schritt. Also das Test ist, wo Testing reinkommt und dann kommt es in das Stable, das PVE No Subscription und von dem ins Enterprise. Genau. Also der Zyklus ist einfach länger im Enterprise, hat den Vorteil natürlich, dass es mehr Leute schon in der Hand gehabt haben und unterschiedlich verwenden und man schon sieht, wie es funktioniert oder nicht. Ich habe die Adresse und das eingeben, aber ich gebe mein Login fehlt. Bei der Auswahlmaske steht da wahrscheinlich Linux als Authentifizierung. Genau, einfach mal okay. Genau, hier den DSS anklicken und ändern auf Proxmox. Okay, und jetzt soll es gehen. Okay. Perfekt. Gut. Ich hoffe, jeder ist eingeloggt und sieht seine Maschinen. Ja. Gut. Dann könnt ihr eure dritte Maschine starten. Da ist schon ein PVE
ISO eingelegt, das 5.3er. Das bald gibt es eher Neues wieder. Also wir sind eh schon ganz freudige Erwartung. Da gibt es dann schöne neue Features. Was wir hier schon drin haben, ist das Cluster Create in der GUI, die ZFS 077 ist drinnen. Wie man hier schon sieht, wir haben verschiedene Modi zum Installieren. Im Prinzip immer den ersten verwenden, wenn quasi alles in Ordnung ist. Sollte mal irgendwas schieflaufen bei der Installation selber oder im Nachgang, kann man mit dem Debug-Modus reinstarten. Dann drückt man Ctrl-D, damit der Bootvorgang durchgeht, kommt dann auf den Wizard und drückt dann Abort bei dem Wizard und landet in einer ganz normalen Shell. Und von dort aus kann man sich dann sein Ciaro zusammenbasteln und den Grub fixen und was so Sachen dazu sind. Ja, dann haben wir noch das, hat man noch ein Rescue-Boot oder das typische Mem-Test-Ding, das eigentlich eh nie was anzeigt, obwohl die Dinger hin sind. Ja. Ja, wir fahren einfach mit dem ersten fort. Genau. Als nächste Instanz ist ganz normale BVE-Installation. Ja, er findet kein DHCP, er kann aber Module nicht laden, weil nested. Also das VT wird durchgereicht an den KVM. Ja. Ja, du machst es im. Ja, machst es innen drinnen. Genau. Ja, also da wäre dann der Abort-Button, wo man dann halt rauskommt im Debug-Modus. Und hier unten ist dann der OK für den End-User. License Agreement. Genau, also druck's einfach mal. Okay, genau. Dann haben wir eine schöne. Ist schon einfach, man könnte weiter drücken, das ist mal der Normalfall, den wir dann machen. Aber wenn wir hier aufklicken, den. Ja, wegen dem Beamer ist die Auflösung leider ein bisschen sehr schmal. Das, genau, es ist leider anders. Sonst hätten wir schon gern Full HD. Wir haben hier jetzt das Dateisystem XT4, auch XFS bietet man an. Dann die ganzen ZFS. Wenn man eine Disk hat, kann man ZFS mit RAID 0 loslegen. Dann kann man eine Disk installieren und später ein RAID 1 draus machen. Würde ich in dem Fall jetzt nicht empfehlen, weil wir haben 3 GB RAM pro Maschine und ZFS braucht doch für seinen ARC und für seine Indexes RAM. Wenn wir da einfach auf X4 bleiben, dann wird unten drunter ein LVM gemacht, die PVE Root und der Swap ist ein LVM und dann die Data dazu ist ein Thin-LVM, wo wir dann unsere Disken dann ablegen können. Das war früher anders, oder? Da ist mit einem bestimmten davon ausgekommen, dass das PVE-Root ein LVM ist. Früher, wenn man das andere indiziert hat, in Elternproxmox-Version, ob es in der Elternproxmox-Version mal anders war und es kein LVM gegeben hat. Oder? Ja, ich glaube 3.2, 3. Sicher, in der 4er ist LVM DIN gekommen, weil man halt da billig Snapshots haben wollte, weil man das mit den Snapshots auch besser machen wollte, auch um das deutsche Applikation schon in die Richtung gegangen sind. Da war einfach, also das Mal LVM hat einfach zu teure Snapshots, da ist das LVM DIN gekommen. Und weil das dann halt auch als gutes Backing-System für die LXC-Container gegangen ist. Das war so auf das 4er eine dieser größten Änderungen. Oder mit, sogar, glaube ich, vom 4.1 auf 4.2. Also nicht auf 4.0, so dazwischen drin halt einfach mal das. Davor war es LVM noch klassisch und da war alle VZ genau. Logic Volume. Naja, Software Rate, es ist ZFS ist ja ein bisschen was anderes wie MD Rate oder so. Das muss man schon ziemlich anders sehen, weil die halt die Dinge teilweise schon sehr gescheit machen. Aber genau. Genau, haben wir. Genau, ja, ist in der Subscription drin.
der ist bei uns Supporter, den unterstützen wir, wenn es da Probleme gibt, helfen wir. Und das haben wir, die Pakete kommen von uns. Wir fixen auch aktiv immer den neuesten Bug, zum Beispiel das von 077er. Das haben wir zum Beispiel, da war ein ziemlich größeres Problem, das hatten wir schon fixt, bevor es überhaupt rausgekommen ist. Und hatten dann auch das Problem, dass alle Leute erfragt haben, hey, 077 hat einen Bug. Und haben dann bei uns gemeldet und gesagt, na, wir haben das schon, na, wir haben das schon. Jetzt haben wir die Version gebumpt, damit sie das wissen. Ja. Gut. Und man hätte noch die Auswahl, um die Sizing ein bisschen anzupassen, der einzelnen Swap, Root und der VZ. Aber lassen wir so. Genau, dann einfach drückst du mal Next. Genau. Dann gibt es das Land eurer Wahl ein. Also in der Firma habe ich immer Probleme damit, weil ich habe ein englisches Keyboard und Deutsch mag mich nicht so. Das, genau. Ist eh nicht viel erklären. Hier die E-Mail-Adresse, die wird dann eingetragen und dann gehen alle E-Mails vom System, sei es jetzt, wenn man dann den ZDD installiert, dass dann geht dann auch diese Meldungen raus. Man, Smart kann man sich einrichten, also der Smart selber ist schon drin, aber dass E-Mails geschickt werden, wenn Fehler sind, das geht dann alles über, also an die Adresse. Und Passwort könnt ihr auch frei wählen. Weil, merkt es halt. Ja, ja. Also vorzugsweise natürlich das, was dann schon auf dem Zettel steht, oder? Das ist dann einfach zu merken. Ja, Linux-Wochen und dann die Nummer dahinter. Genau, du musst noch, weil, achso, du hast Violator geschrieben. Okay, du hast schon angepasst, die E-Mail-Adresse. Mhm. Ja, ich mache immer eine 2 hinten dran, dann. Das ist valide. Das ist valide. Genau. Hier, wir haben hier nur eine Adresse oben, aber das war auch ein Wunsch, dass man, wenn man mehrere Netzwerke hat, nach das Management-Interface auf eine bestimmte legen kann. Das ist, glaube ich, auch schon seit der 4er-Version drin, oder? 4.4 ist das schon drin? Oder ab der 4.4 oder sowas? Ja. No. Brauchen wir auf alle Fälle einen Namen. Ich habe halt Standard die anderen installiert mit PVE, den drei Nummern hinten dran als Name und dann dahinter linuxwochen.local verwendet. Das. Und unten drunter nehmt eine IP-Adresse aus dem IP-Bereich, der auf dem Zettel steht, bitte. Das macht weniger Schwierigkeiten. Es ist ein 24er-Netz, was ihr habt. Das Netz selber ist genattet. Also ihr kommt ins Internet damit, um euch die Updates dann zu ziehen. Und eventuell, wenn ihr wollt, LXC-Templates von Turnkey oder die eigenen, die wir anbieten, so wie es Arch Linux oder so wie es Debian. Netmask ist 24. DNS ist, DNS ist 4 mal die 8. Genau, okay. DNS, ich habe ich gleich draufgegeben, ist 4x, es soll 4 mal die 8, habe ich. Nein, das ist ein Punkt zum Verbessern. Ich habe den Google DNS genommen oder die 4 mal die 1 von Cloudflare. Welche auch immer geht im Endeffekt. Ne? Ja, ja, 24er Netz. Gateway ist die 1 von deinem Netz und 253 sollte auch passen bei dir. Ja. Genau. Ja, und dann einfach mal weiter und dann legt's los. Achso, weil es gibt hier noch einen zweiten und da, wenn man auf die Konsole klickt, dann kommt man auf diese Konsole und dann kann man es hier zum Beispiel sogar einschalten. Genau. Und dann einfach OK und dann geht's los.
Und dann gehen diese ganzen Punkte, die wir dann durchmachen müssen. Gut. Wir hätten noch Zetteln. Ja, bitte. Na, da steht alles Wichtige. Oder fast alles, habe ich mittlerweile festgestellt. Genau, auf dem USB-Stick ist das Ganze nochmal digital, damit man auch die Links anklicken kann. Ein ISO für das PVE und meinen Vortrag, den ich vorher gehalten habe. Auf der zweiten Seite sind dann die Login-Daten. Die Nummer 30 für Sie wäre dann da am dritten Server am besten anmelden. Man kann sich bei allen, aber dann verteilt sich es schöner. Und dann sollten Sie auch gleich sehen, wo Ihre VMs sind. Gut. Also wir machen jetzt hier ziemlich viel von Hand. Das Ganze lässt sich auch schön automatisieren. In der Firma habe ich unser Testsystem auf Bare Metal automatisiert mit einem PXE-Server. Da installiere ich, über den kommt das Debian, wird ein Debian drauf installiert. Das Debian ist schon so präpariert, dass mein Ansible Zugang dazu hat. Das macht das Ansible auch alles schon mit. Das macht konfiguriert meinen PXE-Eintrag. Dann startet es den Server über IPMI. Geht auch Redfish, also das Ansible ist da sehr flexibel. Dann gehen wir her und warten eine Zeit lang, so 5 Minuten, löschen den Eintrag vom PXE-Server. Währenddessen werden meine 5-6 Server installiert. Ist das Debian dann einmal fertig? Dann schlägt das Ansible zu und konvertiert das Standard-Debian in ein PVE und hängt die Repositories ein, die richtigen, installiert noch Ceph, falls man das dazu haben will, noch Tools, die man extra braucht, geht dann her und sucht sich die erste Notice, findet aus und nimmt es als Master her, um einen Cluster zu erstellen. Also sprich, quasi die erste IP-Adresse, da kriegen wir das Cluster, erstellen das Cluster, fügen jede Node jeweils hinzu und das Ganze funktioniert auch wirklich mit jedem Task einzeln. Also ich habe das dann idempotent gemacht, sodass wenn eine 6. Node dazukommt, dann schmeiße ich das nochmal an und es fügt die 6. Node zu dem bestehenden Cluster hinzu und schaut dabei, dass es nichts zerstört. Und dann haben wir das Installieren braucht so sagen wir 3/4 Stunde, dann haben wir so 6 Nodes hergerichtet mit Cluster, PVE-Cluster erstellt, Ceph drauf installiert, Pool eingerichtet, die ganzen OSD sind schon synchronisiert und man kann schon loslegen und VMs drauf schaffen. Hast du von 1 schon Playbooks gehabt oder hast du das viel selber müssen schreiben? Ich habe es selber geschrieben. Ja. Ich habe mir andere angeschaut. Ja, genau. Weil jeder Use Case ist ein bisschen anders. Und wenn ich jetzt an meine Playbox jemand in die Hand drücke, der schaut sich an, so. Zumindest man sieht, wie es genau funktioniert. Also ich mache es sehr flach, ich habe einfach nur Rollen und ich habe ein Side-Yaml, wo ich dann sage, okay, ich will die Rollen haben jetzt und kommentiere halt die eine aus, die ich nicht haben will. Ich mache es also einfach, ich kommentiere nur die, weil meistens installiere ich eh alles. Und habe halt ein Hosts-File, wo ich auch die Variablen drin habe. Also so wie IPMI, MAC-Adresse, was ich halt alles brauche, um den PXE-Server zu befüttern, also den Eintrag fürs PXE zu befüttern und dann das Debian dementsprechend das Seed-File anzupassen für die Gegebenheiten. Ja. Genau. Wollt ihr noch dazukommen oder wartet ihr? Gut. Gut, soweit. Sind fast alle soweit. Ja, ich hab den Buch drin, ja. Gut. Also am Ende sollte man dann halt hier auftauchen. Also es gibt zum Beispiel, die paar Services sind nicht aktiviert, zum Beispiel das ZFS, weil wir kein ZFS haben.
Und dann wird das System-D-Unit-File, das eigentlich das ZFS aktiviert, wird dann nicht geladen. Und dann steht es als... aber es ist leider quasi, wenn du automatisch haben willst, dass du beim Starten die Unit dann das Modul lädt, weil es ZFS... und bitte? Okay, er fährt nicht mehr hoch. Ich wüsste aber nicht, was ich falsch gemacht habe. Kann man das nochmal anwerfen? Oder? Das ist kein Problem. Bitte mal auf unter Optionen. Na, oben drüber gibt es hier diese Optionen. Ah, das Firewall ist aufgeklappt. Genau, das Disk zuerst, also das SCSI-Eintrag ist zuerst, das würde einmal schon passen. Genau. Im Prinzip, wenn man jetzt in die Konsole zurückgeht und man drückt den Reset-Button, einfach auf entweder rechts oben unter dem herunterfahren oder links dieses Pfeilchen, genau, und wenn man das aufdrückt, dann hat man da unten so einen schönen Power-Button. Genau, wenn man da kann man dann sagen Reset oder zurücksetzen auf Deutsch. Genau, und einfach okay, dann und Escape beim nächsten Schritt, dann kann man sich die CD auswählen oder das jeweilige Boot-Device, das man temporär haben will. Das war's 2 Jahre, oder? 2, genau. Jetzt boot er nochmal, jetzt werden wir nochmal drin. Genau. Und wenn das System Disk erkennt, ansonsten schmeiße sie weg und kriege sie neu. Dann hat das ZFS da geschlampt. Und das kommt nur deshalb, also muss ich dazu sagen, dass... Hier schon einloggen können? Ja. User Root. Also das Passwort, was man dann halt auch gewählt hat, sonst. Ansonsten User Root ist der Default und einzige User. Zum Setup, weil man das jetzt mit den Disken gesehen hat, dass das vielleicht nicht bootet. Ich habe jetzt hier also ein Setup, das man vielleicht nicht in Production fahren sollte. Ich habe einen ZFS-Pool unten drunter mit 3 Disks und das sind gestriped. Also fällt aus, ist alles weg. Ich habe dem ZFS beigebracht, dass für den Pool, den ich kreiert habe, das Sync aus ist. Also ergo schiebt da alles mal in den Rahmen und irgendwann sagt er, okay, ich will doch schreiben und schreibt es auf die Platte. Also er synkt nicht gleich raus, was ZFS sonst machen wird, um das auf die Platte zu bringen. Im Normalfall macht das kein Probleme und in so einem Setup ist natürlich schön, weil ich dem System beigebracht habe, dass die 2 installierten Server Linked Clones sind und somit lädt sich ZFS einmal das Base-Template in sein Arc und nur noch die Änderungen, die von jedem von euch gemacht werden, die werden dann extra in den Arc geladen und nicht mehr das ganze Image verdrippelt, vervierfacht und x so weiter. Gut. Konnten sich alle, also fast alle, einloggen, nehme ich jetzt. Ich bin jetzt da blind beim Hostname. Nein. Einfach hier, PVE-233. Okay. Wenn man da hängt, dann kommt man nicht mehr zuhören. Das ist das Problem. Und dann als ganzen Namen einfach linuxwochen.local, weil er braucht einen FQDN, also den Full Qualified Domain. Nein, bitte den Full Qualified Domain nehmen, das mit Punkt. .linuxwochen.local. Genau. Und für den DNS-Server einfach Google oder so verwenden. Lokal. Mit C. Genau. Genau. Das passt eh schon. Das auch. Das wäre auch schon. Und hier einfach den Google 888, also viermal die 8 oder viermal die 1 eintragen, um einen öffentlichen DNS-Server zu haben. Gut, dann installiert das. Es ist so, wenn man nämlich hängt und sie eben weiter. Nein, kein Problem. Wir haben, wie gesagt, wir sind 20 vor 3. Machen wir mal um 3 eine Pause. Dann, dass wir so um 3 eine Pause machen, das sind 20 Minuten. Das. Passt. Also es gibt noch ein paar. Die installieren noch.
Geschichten kalkuliert. Was ist die Energie von den Servern jetzt? Wie komme ich jetzt da drauf? Eben auf den ersten zwei machst du Start X und dann poppt er das Openbox auf mit dem Firefox. Und schon eingetragen. Ja. Das wäre so das nächste, was ich dann gleich erzählen werde. So. Gleich fertig, das sollte gleich fertig sein. Okay. Gut. Und da es jetzt ein bisschen fad ist, nur auf der Kommandozeile alles zu machen und man doch ein bisschen im Webbrowser klicken will, auf den ersten beiden Maschinen, wenn man sich dort einloggt, dann ein Start X ausführt, habe ich das so präpariert, dass dort ein Openbox startet mit dem Firefox automatisch und gleich den lokalen Host mit der WebGUI einblendet. Also genau, wenn du dich, Thomas, wenn du dich einloggst, ja, und dann hier gleich ein Start X, damit wir einen X-Server starten und im Autostart sollte ein Openbox blub und der Browser auftauchen. Und dann kommt man auf die Management-Oberfläche. Da wir mit dem NAT den Nachteil haben, nicht direkt auf unsere Server gehen zu können. Das ist mir nämlich auf der Hyper-V auch, da kommt immer das Kant an. Warum ist das eigentlich? Hier kann er die CD-ROM nicht auto auswerfen. Also. Und das will er ja da mit dem Mount, das will er rausschmeißen. Also im Prinzip ist das zu ignorieren, weil nach dem Reboot wäre es eh draußen. Genau. Wenn man aufhören ist, das halt in der Hyper-V haben wir das Ganze ähnlich ausprobiert und sich dann immer runterfahren hilft. Also nach der Installation soll es nicht mehr vorkommen, natürlich. Ja, eigentlich soll es nicht. Da kommst du immer wieder auf die Installation zurück. Ja, okay, das ist. Dann hat es was anderes auch. Okay, das Login. Nein, das Login ist immer noch das da. Okay. Das VM-Login, genau. Einfach den Root und den User. Genau, das sollte, das, der ist bei allen drei Maschinen gleich. Sofern man natürlich bei der dritten dasselbe angewandt hat. Und in der Web-Oberfläche, das hat man schön nested, sieht man ein bisschen mehr, was man draußen hat. Und jetzt haben wir noch eine Node drin, sobald alle installiert haben und wir alle da sind, machen wir dann weiter mit einem Cluster kreieren. Der Thomas wird dann einmal das Kreieren teilweise in der GUI und teilweise auf der Kommandozeile machen, dass wir den Unterschied sehen. Sollte... Nein, das da. In der VM ist man dann root und auf dem Web-Interface auch root. Als Linux-User. Also, okay, ich sehe schon, dass man versucht, das ist ein bisschen verwirrend. Na warte, ich erkläre es mal. Ich versuche es nochmal zu erklären. Um sich auf den Bare-Metal-Maschinen einzumelden, hat man einen PVE-User, der in dem PVE-Datenbank drin ist und über die Authentifizierung läuft. In der VMs, und also die VMs, die ihr seht, da habt ihr den Root-User und der ist ein Linux-User und deshalb stellt man dann wieder zurück auf das Linux und kann sich über den Weg einloggen. Also ein bisschen verwirrend. Gut. Aber ich habe gesagt, bis wir alle auf denselben Stand sind, haben wir sicher 5-10 Minuten Pause, also wer aufs Klo gehen will oder so. Du weißt, dass du ein Linux da hast, dann kannst du das anders machen.
Und der SSH mit Local Forward Tunnels. Dass du auf der Dauer das hast und drei Pots Local Forward Tunnels und dann kannst du bei dir lokal. Aber dann müsste ich eben einen anderen Pot sagen, oder? Ja, jetzt? Dann müsste ich ja jedem einen anderen Pot sagen. Nein, du hast dann einfach, das kannst du ja ziemlich einfach über Tool machen. Ganz klickt das einfach aus, die Adressen dann ausgibt. Und du hast einfach lokal bei dir, hat jeder seinen eigenen gleichen Pot. Mhm. Und das heißt halt noch 807. 6, 7, 8, so was weiß ich, 8, 7, 6, 7, 8, da gibt es noch zwei Maschinen. Und Tunnel kann funktionieren. Das nicht funktioniert. Das sollte schon funktionieren. Schauen wir mal nach. Ich habe das dreimal probiert. Okay. Das ist aber der Router als User. Und dann werden es die. Du kannst über die Route gehen, dass du aufs 192er Netz noch Gerz anschalten. Schaut sie sich selber gern. Was einstellen? Die Route. Die Route aufs Snap, weißt, aufs Netz. Und checkt das anscheinend. Wir machen ja V-Forward auf dem Server. Und wenn du die Route drin hast, dann kann er sich aufs Nord so auf seinem Testing einloggen, was das hat. Probier mal, weil ich habe eigentlich dachte ich zumindest nur das NAT gemacht in eine Richtung. Und das habe ich jetzt auch schon bei mir probiert. Obwohl die Maschine, der Maschinenname genau der ist, der da auch. Der Maschinenname ist schon, aber das ist ja wichtig. Okay, da kommen wir in den Handkuss, in Reset zu machen und. Ja, in dem Fall können wir die Roots, wenn man mit der CH-Root. Achso, das ist ein. Also, brauchen wir für alle. So. Oder war das alt? Genau. Def. Mapper. PvE. Root. Da mal ein Bein vom Def in das Bind. Süß. Dann haben wir das Süß. Und wir brauchen noch das Rock. Und dann machen wir ein CH-Root in das Mount. Und dann können wir uns. Ja. Probieren wir mal. Okay. Habe ich jetzt mal Test 1 zu 3? Ja, Test 1 zu 3. Schauen wir mal. Warum hat das nicht gemacht im Mount? Naja, die Frage ist beim Passwort, was als Passwort drin stand. Welches Passwort stand also als Passwort drin? Und um das jetzt abzukürzen, dass wir nicht ausprobieren müssen, welches haben wir jetzt verwendet. Gehen wir einfach her und machen jetzt CH-Root und setzen uns ein neues. Okay. Und hoffen, dass wir damit reinkommen. Okay. So.
Ja, okay. Voilà. Und dann, es muss nicht unbedingt der Server sein, es kann auch was anderes sein. Hauptsache man hat ein Passwort. Hat geklappt? Ja. Gut, du solltest jetzt stehen als Gateway. Ja. Und dann haust du die Snaps drauf. Und okay. Und dann eine ähnliche Szene, die kommt. Welche geht wie Boston jetzt? Den? Ja, ein von den drei. Ach so. Ich kann nicht wussten, das ich nur, ich kenne mir voll aufs Konsorsatoren jetzt zugehört, oder? Naja, weil ich habe es genattet, ich habe nur, also das Netzwerk schaut so aus, dass die Bridge hat eine IP, die VMs drinnen verwenden die IP als Gateway und dann habe ich ein NAT eingeschalten, das von der IP-Adress-Range, wie das Gateway und die VMs sind, raus aufs Stena-Netz. Ja, genau, gehst. Deswegen, wenn man Router hinlegt, das wird auch richtig zurückgerudert. Okay, ja, gut. Ich war mir nicht sicher, was ich kriegte. Ich habe das jetzt so gebaut. Ja. Aber wenn ihr mit der Route dann auch das... Dann müsste aber lokal auch eine Route drin sein, oder? Ich habe die ja selber angelegt. Achso, also auf denen kannst du auch nicht... Achso, na ja, okay, gut. Wenn man das erlaubt, dann... Gut. Du brauchst... Oh, 16... Ja, was ist da 10... Und so auch... 16, 17... 8 jetzt, glaube ich. Genau. Ja, genau, hast du schon. Du brauchst nur das Gateway, das Netz angeben und dann wir Device sagen, Default zum Beispiel. Ja. Sagst dann wir Default oder wir NO1 oder ANS18. Du sagst, gibst das Device einfach. Ja, ich muss wohl ein Gateway umgeben. Ich muss schon ein Gateway so umgeben. Wow, damit das was da war, bei mir jetzt Invalid Private. Ha? Was du so in Invalid Private? Der Fehler. 1.1.16? Darf ich kommen, weil ich glaube, ich sehe ihn. Also, ich mach das vor. Na, ist noch. Okay. Und da kannst du mit Root dich anmelden. Super, danke. Auf der ersten Stufe noch zu kommen, oder? Passt. Also, wenn irgendwas verpasst, dann quasi. Nein. Wir haben noch einen guten Tipp von Kollegen zur Linken. Da man auf den Thin Clients auch Routen setzen kann, kann man sich quasi drinnen und draußen die Route setzen. Und man kann das Webinterface direkt aufrufen, man muss das nicht nested machen. Achso, ja. Aber du kriegst da unten, muss ich die Route auf den setzen, wo er liegt, die Pfeile. Mhm. Ja, von Zweier. Du musst halt die Route auf den Rechner setzen, wo die Pfeile liegt. Ja. Na, ja. Gut, dann habe ich dich vorher falsch verstanden. Dann. Gut. Also wer das Setup machen will, ihr könnt euch auf einem Thin Client eine Route setzen, die quasi sagt, dass das Netz, was ihr habt, hinter dem jeweiligen PVE-Server liegt und innen drinnen müsst ihr auch nur sagen, dass ihr dann halt das Zehnernetz draußen habt. Und dann sollte genau das da gehen. Aber ihr braucht es nicht, ihr könnt es auch das Nested verwenden. Das geht unabhängig davon. Ja, aber es ist gleich. Und das hat eigentlich so. Okay. Ja, ihr könnt jetzt über Hansi hochzugehen. Ja. Das ist dasselbe Ding wie du hast. Ja, okay.
Ihr könnt über Route über Sudo, könnt ihr euch eine Route anlegen. Und eigentlich genügt es, wenn ihr das Netz nehmt, das könnt ihr alle gleich behalten, weil ihr alle im 16 an der Zeit. Das Wichtige ist nur, dass ihr die letzte Zahl von hier anpasst. Weil Wir 17, 18 und 19 haben, glaube ich. Weil quasi ihr müsst den Rechner, also hier das auf den matchen, wo ihr halt seid. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt sagt, ihr seid, habt 11 als Nummer, dann seid ihr auf den ersten. Auf Linux Week 1, der hat Punkt 8, Punkt 17. Wenn ihr, ich hatte 25 als Rechner, also 25, 1, 2 und 3, dann bin ich auf dem zweiten. Das heißt, ich habe hier eben dann 18 genommen. Und das die heißt, ihr sagt mehr oder weniger, hey, gib mir eine Route und der Rechner ist der Gateway. Weil die Rechner wissen ja dann vom 1.2er Netz, da wissen sie ja wohin. Und ich sag bitte über den Route nicht. Auf die Adressen. Also die 100er, die sind auf dem ersten, die 200 auf dem genau. zweiten und die 300er auf dem dritten. Also 100er haben nicht die 17, sondern haben nicht die 18 und 300er haben nicht die 19. Genau. Und aber könnt ihr den einfach zum Beispiel einen Server von euch anpingen oder sollte er gehen? Wie zum Beispiel, ich pinge meinen an, der hat Punkt 25.252. Und passt. Kommt zurück. Und das Webinterface geht auch hier. Genau. Dann braucht ihr das nächste Setup nicht. Der Host muss erkennen. Diese Vier, die eine Vier muss erkennen. Nein. Ihr routet sie über den. Über die Parameter-Server. Ja. Also da ist noch keine. Ihr zugreifen. Also, netzwerktechnisch habe ich ganz einfach, wie ich es vorher schon angesprochen habe, das Problem ist, eine Bridge gemacht. Nicht, was wir hier bekommen, wie wir es bekommen, was alles erlaubt ist. Da war dieser sehr autarke. War genau. Valider. Nein, im E-Mail stand, hier sind die drei fixen IP-Adressen anhand der MAC-Adressen und das war alles. Das gut. Ja? Wie tue ich die jetzt hinzufügen? Das heißt, das ist ein Command direkt oder? Genau, aber hier ist es mit Sudo. Hier muss man ja Sudo sein, das funktioniert. Aber das sieht es eh nicht, das heißt. Das war da. Ja. Das unten. Das sieht man im Command halt nicht, wie wir das installieren. Nein, also. Du Thomas? Ja, du Thomas? War das der IP Route setzen konntest du ohne irgendwas noch vorher zu machen? Ja, aber ohne, aber das IP Route musste ohne. Das klappt so out of the box. Gut, dann ist irgendwas anders. IP Route 192.168. Slash 16, so wie es da vorne, genau. Via ja, 10.28. Warte mal. Genau, aber IP Route. Das Add-Feld. IP Route Add. Ah. Nein, nicht Add, sondern ADD für hinzufügen. Englisches. Genau. Das kann man machen, muss man jetzt aber nicht. Okay. Der dritte Host ist installiert. Die 2D ist installiert, die 233. Na, passt. Gut. In den ersten beiden kann man über das Start X sich eine GUI holen. Genau. Und wenn man sich da jetzt dann mit Root und Linux-Wochen ein.
Genau. Dann kriegt man hier schön mit Browser. Passt. Bei der 10 Adresse. Genau das, was ich hier stehen habe, gestanden. Gut, muss ich fürs nächste Mal mit eintragen? Ja, das geht total, aber das ist nicht so geil. Wenn es quasi recht offen ist. Oh ja, ist gut, oder? Ja, wenn ich das nächste Mal etwas in Ansible automatisiert habe, dann. Gut. Genau, also wir machen das gleich, dass dann alle drei wieder in einer Oberfläche sind. Gut, das schaut ja schon gut aus bei euch. Doppelpunkt auch. Port 8000, genau, danke. Nicht? Okay. Aber 8888? Ja. Okay. Zu neu? Ja, klar. So lange gibt es den noch gar nicht. Die 111? Na, der 8er, also 4x die 8 geht. Ich bin ja schon froh, dass ich das so hingekriegt habe, dass Username stimmen, Passwörter stimmen, IP-Adressen stimmen. Gut, ich sehe mal soweit, also die meisten sind jetzt ja soweit. Wichtiger Punkt, wenn wir einen Cluster erstellen, für einen 3-Node-Cluster ist es natürlich am einfachsten, in der etc Hosts die anderen Nodes einzutragen. Weil wir ja keinen DNS-Eintrag haben und der Name bietet sich natürlich an, den da drin zu haben. Wenn man per Namen SSH machen will und nicht sich IP-Adressen merken, das ist dann immer ein bisschen kompliziert. Wir können aber zum Glück das Ganze auch mit IPs machen und der Thomas wird euch jetzt vorführen, wie man über über das Webinterface, weil das ist neu, jetzt in der 5.1-52, dass das Cluster Create funktioniert und dass man dann eine Node hinzufügt. Und wenn es irgendwelche Anliegen zu dem gibt, derjenige, der es geschrieben hat, sitzt doch gleich da vorne dran. Ich krieg's nachher zurück, gell? Gut, ihr sollt jetzt im Webinterface im Data Center, also ihr klickt direkt auf Data Center, und dann gibt es einen neuen Punkt, der heißt Cluster. Den gab es vorher noch gar nicht. In hier ist es ja selbsterklärend, Create Cluster. Dann geben wir uns einen Cluster-Namen, was aussagekräftiges, wie PVE. User 20. Ja, Cluster auf die Nummer, oder? Weil die Nummer darf nicht. Achso, ja. Oder Cluster oder PVE oder also. Oder Cluster und die Nummer, genau. Das stimmt, weil die Mutter Cluster, weißt du, wer für die Cluster noch mehr ausgerechnet. Das war immer die gleiche, und das heißt ja auch die gleiche Multicluster, das rechnet so super. Das geht auch übers NAT, über das. Ziemlich auf dem gleichen Node. Das sind alles einzelne Bridges. Okay, fast. Ja. Extra wegen dem Fall habe ich mir schon gedacht, ne?
Genau, Cluster-Namen hinzufügen. Ihr habt eine Ring-Null-Adresse. Das ist der erste Ring, der automatisch erstellt wird. Wenn Sie eine andere IP-Adresse haben wollt, zum Beispiel, weil ihr ein drittes Netzwerk oder ein viertes Netzwerk habt, wo ihr separat Crossing fahren wollt, dann trägt ihr die IP-Adresse ein und dann macht er das, kreiert er das mit der IP-Adresse. Ansonsten nimmt er, wie es schon da steht, automatisch die in etc-host drinsteht und verwurstet die. So, einfach wenn er einfach kräht, dann fängt er an. Hopp, na komm. Genau, und im Endeffekt, das Wichtigste ist, dass der Task okay ist und er alle Services neu starten konnte. Und wenn ihr das habt, dann habt ihr CoSync ein Cluster erstellt schon. Dann ist die erste Node, also bei dir die 252, oder? 252 ist die erste Node im Cluster. Und man sieht das hier ganz schön, der Ring, erst ein Vote und dass er die ID 1 hat. Man sieht es aber auch auf der Kommandozeile im Üblichen, wenn man PVE CM macht und den Status sich ausliest. Gut. Passt, ne? Ja, das ist mit dem mit diesem NoVNC Window manchmal speziell nested, zieht das sich ein bisschen hinterher. Ja, ist dann, wenn man arbeitet, weiß ich, ist dann wirklich drunter, so ist das Abstehendchen. Ja. Ja. Gut. Wie komme ich zu einem Cluster-Meeting? Auf der jeweiligen Node, wo man ist, ins Data Center klicken, dann auf Cluster und dann gibt es den Create-Button. Du bist auch auf der zweiten Node, User 20, ja. So 10, 15, 15? Das war nicht, glaube ich, nicht 15, es war 16. 16.18. Genau. So. So, gut. Add. Wir 10, 128, 16.18. Kannst du bitte noch einmal den Textfile einblenden mit dem IP-Root-Add? Kannst du bitte noch einmal das Textfile einblenden mit dem IP-Root-Add? Ich glaube, das Problem war, dass die Route war vorher falsch eingetragen mit 17 und die ist noch immer drin. Achso, naja, dann musst du an IP-Root-Del, also den vorherigen Eintrag hernehmen und einfach nach oben mit dem Pfeil. Dann sollte, da steht noch das 15. Gut, dann hier das Add mit dem Del, mit dem DEL austauschen. Post. Das falsche Wort war das jetzt. Wir brauchen IP, Root und fast? Nein, fast. Entschuldige. IP, Route und dann kommt das Del. Genau, hier Route. Enter. Und jetzt noch einmal mit dem Pfeilchen nach oben, bis wir bei der 16 ankommen. Noch einmal. Jetzt 16, hört es jetzt. Okay. Na, passt. Genau. Gut. Wo muss ich das IP-Root-Add machen? Nein. Das funktioniert so, wenn man mit den Kollegen sich rausziehen will aus dem Ganzen, dann kann man das auch direkt im Browser anschauen. Nein, muss man nicht. Das ist nur das. Genau. Genau.
Das wir verstehen, was er noch kein mit HTTPS und Doppelpunkt 8006 im Browser und du soll auch das Webinterface umgezeigt werden. Danke. Okay. Es scheint langsam Zugriff auf Webinterface von euren Notes habt ihr jetzt alle, oder? Na, das. Die Maschine ist mit dem dupliziert. Wenn du dich einmal mit dem ersten verbunden hast, kannst du dich mit dem zweiten nicht mehr verbinden. Aber wegen Klon. Ja. Aber wenn du das Cluster kreierst, dann. Du könntest mit SSH draufgehen, BVCM, Update-Zert, minus Force. Danach. Das Force muss man. Danach ist zur Kontrolle, Restart, BVProxy. Oder den Host neu starten. Das. BVProxy, alles klein, alles angeschrieben. Und Leerzeichen BVDaemon. Dann lädt das Zertifikat neu. Dann soll es gehen. Ja. Zertifikat? Ja. Passt, oder? Ja, mit dem Nested wäre es nicht aufgefallen. Also, aber ich kenne. Aber habe ich das Router-Setup gemacht mit diesem Matet. Oder? War im NAT? Meine ich schon, ja. Siehst du, weil es war doch ja, spät. Ja, gut. Es war spät. War schon 10, ich war schon mit dabei, ja. Okay. So, jetzt habt ihr Zugriff, oder? Ja? War. Gut. Okay. Dann. Hat, glaube ich, jeder schon einen Cluster erstellt? Also Cluster haben wir erstellt. Warten wir ganz kurz. Wir wurden gebremst durch die Zeit. Also Cluster haben wir, aber erst anrufen. Na, passt, aber das Cluster erstellt an sich, habt ihr alle schon. Okay, gut. Aber nicht nach den Vorgaben, weil das hat, da sind ganze Ereignisse nicht so. Ja. Und da haben wir aber auch keine Last drauf, dass da irgendwas passieren wird. Aber ja, richtig, im Vortrag habe ich gesagt, dass das CoreSync auf einem eigenen Netzwerk sein soll. Es geht darum, das CoreSync ist halt sensitiv für Latenz. Und wenn wir jetzt andere Sachen drüber auch noch fahren, dann wird irgendwann die Latenz so hoch, dass der CoreSync sagt, ja, ich kriege meinen Token nicht mehr zurück in Zeit. Und wenn ich AA habe, sagt dann unser Cluster Manager so, ich mache mal einen Neustart, weil ich sehe die anderen Nodes nicht mehr. Und deshalb sollte man es schon auf ein eigenes legen. Ja, in unserem Fall machen wir das alles auf einem, weil wir haben auch keinen Traffic und nichts, was da passieren könnte, dass jetzt das aushebelt. Und der Linux-Kernel macht, glaube ich, 32 Gigabit auf der VM-Bridge, also das mit niedriger Latenz. Default-Mode von Multicast ist Default, ja. Das heißt, es würde mit OpenVSwitch
auch funktionieren, wenn du es nested aufsetzt? Ja. Also, solange Multicast funktioniert, ja, mit dem, deshalb gibt es in der Doku den OM-Ping. Mit dem OM-Ping, wenn man muss den halt eine Zeit lang laufen lassen, dann sieht man quasi, ob der Multicast auch funktioniert. Ja, gut. Und also für alle anderen, bitte den OM-Ping, wenn ihr Multicast macht, ja, nicht die ersten 10 Ping abwarten und dann sagen, okay, es funktioniert eh, lasst das eine Minute oder 5 Minuten laufen, weil oftmals stellt sich ein, dass in späterer Zeit dann plötzlich der Multicast zusammenbricht und dann das Cluster auseinanderfällt, obwohl man getestet hat, dass die ersten paar Pings super waren und man hat eh alles richtig konfiguriert, stellt sich dann meistens raus, eine Minute später, irgendwas hat doch zugeschlagen und blockt den Multicast-Traffic. Und das ist am besten, wenn die Leute kommen oder wenn die Leute gehen. Am besten, bevor alles in produktiv ist. Wenn der Platz dann das Netzwerk zusammenbrechen. Das passiert eigentlich nur in 1% Fälle, aber glaube ich, das wird es so. Aha, okay. Passt. Jetzt hast du einen Cluster. Danke. Gut. Ja, als nächstes machen wir bei der. Genau. Bei der anderen Node im GUI, damit wir die GUI durch haben. Also bei der zweiten oder ersten, je nachdem, was ich hier genommen habe. Also ich weiß, wie es geht. Ja. Wo nimmt die dritte Note, die Sache? Und spaßt das dann? Perfekt. Genau, und das einzige Unterschied ist, anstatt jetzt create, machen wir einen Join-Cluster und können uns netterweise, das ist sehr nett, Infos aus der ersten Node, wo wir das Cluster erstellt haben, also das die Copy-Information, nimmt das Join-Information und dann kann man mit dem Paste das reinklatschen und dann kriegt man auf der anderen Seite dann alle Sachen schon ausgefüllt, wie man hier sieht. Genau. Genau, das Passwort noch. Genau, und wie gesagt, wenn man eine andere IP-Adresse hat, dann ist wieder hier. Und wenn man auf den Join-Button drückt, dann wird der hinzugefügt. Da kommt wieder die Maske, genau. Und hier sieht man auch schön die Datenbank. Des Nodes, der hinzugefügt wird, wird gesichert, aber dann neu erstellt. Heißt also, wenn VMs drauf wären, dann würden die weg sein, konfigurationstechnisch. Ja, aber beim Cluster Create ändert sich das Zertifikat, glaube ich, eh nochmal. Ja, was? Ja. Wie löscht man denn so einen Node, wenn man sich vertippt hat oder so? Also in der IP-Adresse oder? Ja,
allgemein. Also denn das Cluster selber, das kannst du nur auf der CLI löschen. Ich weiß, es gibt dieses genau. Das ist CLI Node. Genau, da kann man sich eine Node löschen. Die wird aus der CoroSync-Konfiguration entfernt. Genau. Der letzte Node kann sie, also ja, das geht nur, wenn man dann im Endeffekt die CoroSyncon selber anpasst. Einmal hat man es unter etc/pvE CoroSyncon da anpassen, die ID hochzählen lassen in der Config und dann den Dienst neu starten, den PvE Cluster. Der sollte dann kopieren, die CoroSync-Config kopieren auf etc/CoroSync-CoroSync-Conf und dann den CoroSync-Service durchstarten und dann soll es gehen. Also wir haben zwei CoroSync-Configen, die im PvE wird geshared über das Cluster, aber da zum Starten der CoroSync da sein muss, damit das PvE-Cluster-Filesystem überhaupt laufen kann, weil das auch auf PvE auf CoroSync aufsetzt, muss die Config und der etc/CoroSync-Conf liegen, weil das PvE-Filesystem noch nicht gemountet ist. Und dann startet er den CoroSync, findet die Node, kann dann darauf folgend das Cluster-File-System mounten und dann wird die Config von dort, vom etc/pvE, falls sie sich geändert hat, wieder kopiert auf den... Aber ich benutze nicht einen Basemaker. Nein. Das war früher mal, glaube ich, aber wenn man schnell auf CoroSync gewechselt und dann eben den eigenen Cluster-Manager. Ja, genau, das ist dann Ersatz von diesem Cluster-Manager. Genau. Weil für unseren Anwendungsfall, da wir nur Virtualisierung betreiben und nicht etliche andere Dienste noch haben, ist das spezifischer für uns, den selber zu schreiben. Gut, also ich weiß nicht. Hast du kurz Zeit? Für? Bei mir bzw. unsere Kunden fällen da bestimmte Features ab und zu mal. Ob wir das eventuell interessant, warum das nicht existiert, nur weil es Manpower fällt oder okay. Ja, also prinzipiell vorab Feature Requests im Bugtracker bei uns eintragen. Weil wenn wir nicht wissen, dass es Features Requests gibt, dann fehlt uns dieser Input. Gibt es irgendein spezifisches Feature, das da ins Auge fällt, wo nicht klar ist, ob das an der Zeit liegt oder an... Also sagen wir so, für mich ist Proxmox eine schöne Oberfläche, die man als Ersatzteil für VMware einfach unten kaufen kann. Ne? Was halt fällt, Netzwerk nativ. Also wenn das ein Root-Server ist und die ganzen VMs oder LXCs dann an einem externen Interface sind, dann kann ich ganz gut NATing hin und her machen mit SNAT, DNAT und so weiter. Funktioniert halt nicht. Man kann also über Oberfläche. Ne? Ja, gut. Da wollte ich gerade darauf hin, weil auf der Kommandozeile lässt sich das alles natürlich machen. Die Oberfläche, also unser genereller Punkt für die Oberfläche ist, es soll einfach sein. Und die meisten Dinge sich abbilden lassen, also sprich in dem Sinne der User, der einmal im Monat auf seine Web-Oberfläche schaut, um was zu machen, der will die einfachsten Dinge und der will schnell wiedererkennen, was er machen muss. Derjenige, der mehr Ahnung hat, der geht sowieso auf die Kommandozeile dann eher und sagt, okay, ich hack mir das schnell in zwei Zeilen zusammen. Und der wird öfters auf der Kommandozeile sein als in der GUI. Also es gibt für uns diese zwei Ansätze von Usern. Der weniger tut mit PvE, erkennt leichter die einfachen Schritte in der GUI. Der viel tut mit PvE, der geht auf die Kommandozeile und sagt sich, hier, ich mache das oder über die REST-API. Was angedacht ist, oder was der Gedanke ist, wir wissen noch nicht, wir wollen auch ein Software-Defined Networking mal haben. Das wäre auch so das Ziel für ein Hyperconverged, das auch mitzuhaben.
in welche Richtung man geht, ob man Network D oder was anderes nimmt, das ist noch die Findungsphase. Und dann entscheidet sich es eh, weil dann sind mit dem Punkt, wenn dann eh ganz andere Features noch eingezogen und dann dürfte das auch so kein Problem mehr sein. Eine andere Frage noch. Ihr macht ja eigenes Kernel. Eigenes was? Kernel. Das ist kein Debian-Kernel. Es ist nur Ubuntu-Kernel. Ja. Und darauf nehmen wir halt ein paar Patches selber und backporten die dann da hinein. Ja gut, aber da draußen ist auch einiges rausgenommen, was im Grunde eine ganz normale Desktops brauchen. Aber ist es ja egal, ne? Vielleicht. Das ist eine Streitdiskussion. Desktop-Sachen in eigentlich was für Server gedacht ist. Aber wir können später, wir haben ja unten noch den Stand. No? Das ganze kopieren. Und hier nicht nur einfügen und ausbessern von 32. Also da kann man nicht zwischen zwei Browser kopieren. Nein, weil das andere ist ja VNC. Und VNC kann ich nicht kopieren, das ist das Problem. Ne? Wie macht man das jetzt? Man geht auf die Node, wo man das Cluster kreiert hat. Ach so. Okay. Kopiert sich, da gibt es die Join Information. Da gibt es gleich den grauen Button in der Mitte. Ah, fast. Ja, genau, hier. Okay. Und da sagt man Copy Information. Okay. Ganz links unten den Button einfach. Na, da, genau. Das hat es erledigt. Und hier sagt man einfach Join Cluster. Einfügen. Und das ist es. Einfach den. Jetzt soll es das genommen haben. Alles klar. Perfekt. Da muss Passwort, genau, das muss noch. Genau, perfekt. Genau, klasse. Da holst du die Join Information, sagst Copy Information, damit du dann alles drin, bis auf das Passwort. Aber das brauchen wir da nicht. Dann gehst du zurück zu der 2. Dann Cluster, Join Cluster. Ja. Einfügen. Und hier dann Passwort. Das nach dem Joinen ist das. Ich werde das in Zukunft dann mit dem Linked-Clone dann von vornherein ausbessern, dann geht das schon. Auf Join. Genau, dann soll es geklappt haben. Gut. Gut, ich nehme mal an, ihr seid alle soweit. Dann noch nicht ganz, was fehlt? Ja, nein, aber wir haben die zweite Note mal schon drin. Die dritte Note machen wir über die Kommandozeile, altklassisch, und verbinden uns bei SSH mal auf die dritte Note. Da haben wir auch das Problem im Browser, oder nicht? So. Und wenn man hier auf der Kommandozeile ist, es dann einfach in PVECM für den Cluster Manager. Genau. Dann gibt es das Add. Dann gibt man den anderen Hostnamen oder einen der anderen Hostnamen an, die sich im Cluster befinden. Genau. Und dann haut man auf Enter. Das ist im einfachsten Falle. Haut man auf Enter. Sagt, man kennt den Fingerprint, man vertraut dem und man sagt ja und man hat das alles geprüft. Genau. Seit wann gibt es diese Java Assistance? Seit der 41, 42, also es ist noch nicht, also 5.1, 41, 42. Also es gibt es noch nicht so lange, das ist unlängst. Ja. Ja.
Sollte aber gehen ohne Updates, oder? Ich meine. Ist halt blind bei den alten Fahrten, wenn man die Achtung. Achso, okay, das wusste ich. Ja. Also, das sind zwei 5.1er Versionen, haben wir. Also, das ist von die 5.1er von der CD. Die ist die 5.1.41 und die haben wir jetzt, die 52 haben wir, glaube ich, installiert. Genau, ja. Also wir unterstützen das Latest 4.4 Upgrade auf den 5.1. Also, du kannst. Also, ein Rolling Upgrade sozusagen. Genau, also für Dauer ist es nichts, weil das 5.1er dann fortschreitet und dann vielleicht was darin ändert. Aber zum Zeit des Upgrades, des Latest 4.4, um auf ein 5.1 zu kommen, das geht natürlich da. Das ist auch der Betriebssupport, so wie wir das da jetzt haben, also 5.41 und 5.52 im selben Jahr. Nein, im Prinzip kommen dann da die Updates noch dazu. Also wir sagen immer, Latest and Greatest, und da natürlich alle gleich. Und der erste Schritt, den wir sagen, naja, ihr habt ein Problem bei der Node, da sind die Versionen alt, bitte mal updaten, damit man nicht halt irgendwelche Bugs, die schon zu sind, eigentlich dann suchen. Produktiven macht man es noch oft, dass man sagt, dass ich jetzt das mal update einmal bei einem Knoten, dann lasse ich der Fahrer gelaufen und klar. Ja, in einem Produktiv würde ich empfehlen, sich mit AppCacher oder dergleichen sich was dazwischen zu schalten, um über dieselben Versionen im ganzen Cluster zu haben. Weil bei 16 Nodes, wenn man mit der einen anfängt, hat man bei der ältesten dann wieder eine ganz andere Version und so kann man halt das sukzessive stufenweise durchgehen. Ja, bitte. Zertifikat. Und auf die Maschine. Also ja, da müssen wir dann das durchgehen, dass wir die Zertifikate neu erstellen. Ja, genau, du Thomas, könntest du hier ein bisschen mal aushelfen? Könntest du bei dem Herrn links außen, bitte kurz mal wegen den Zertifikaten. Genau. Aber ich wollte dieses Cluster in GUI, das Join in GUI machen, wo wir jetzt erst einen Refresh und Update machen. Aber jetzt das man nicht. Das Subscription, das PVNO Subscription muss man noch eintragen. Das habe ich ja später noch gemacht, okay. Gerade cool. Update gemacht. Aber ich habe trotzdem kein Cluster. Ist der, die Services müssen noch mal gestartet werden. Die Node neu gebootet. Okay. Welche Version von PVE ist denn jetzt installiert? 1.22. Aber hier sehe ich Cluster. Data Center, ja. Data Center, Summary. Bin nochmal die aktualisieren, die GUI. Ja, der Cache ist manchmal ein bisschen tricky. Vor allem das X.js macht. Gut, jetzt haben wir das erste mal durch. Jeder sollte ein Cluster haben mit 3 Nodes und prinzipiell wäre es oder das wäre ein guter Punkt, wo wir jetzt sagen können, wir machen mal Pause. Und jeder, wer will, kann sich einen Kaffee holen oder so. Und wir treffen uns so irgendwas zwischen, also um 10 vor. Wer keine Einwände hat. Also Michael, ich muss leider an den Tier dann gehen. Und was mich noch interessiert, hätte wäre jetzt dieses CEPS Shared Storage. Ja. Gibt es da die Anleitung mit PDF oder so? Oder was muss ich da jetzt noch machen? In dem Link drin auf der vierten Aufgabe gibt es den Teil vom Self.
Genau. Das ist die spezifische Section aus der Doku. Bin schon hergegangen und ich habe das Ceph Luminous Paket installiert schon, von vornherein, damit wir uns das sparen hier. Jetzt prinzipiell ist ein Init zu machen, dass die Config-Datei prinzipiell mal erstellt wird. Also alles mit dem PVSF-Tool. Dann macht man über dasselbe Tool dann ein createMon auf allen drei Nodes, damit man seine Monitore hat. Die werden dann automatisch in die Config eingetragen. Und dann braucht man noch eine extra Disk, um eine OSDE zu machen. Und wenn man eine extra Disk hat, macht man auch über das PVSF ein createOSDE. Sagt, ich will diese Disk, dann macht er automatisch eine BlueStore-OSD draus, macht das XFS auf die ersten 100 Megabyte für die ganzen Links, die es braucht, und dann macht er halt den Rest als Daten für die BlueStore-OSD. Das macht man auch auf allen drei Nodes. Die werden dann automatisch reingefügt in die CrushMap. Und dann ist es nur noch ein Pool anlegen, sagen, wie viele Replika man haben will, wie viele Placement-Groups man braucht, also bei 3 ist das jetzt keine große Mathematik, und dann kann man eigentlich schon loslegen mit dem Pool und sagen, okay gut, ich will jetzt eine Disk kreieren, und also der Punkt, der noch fehlt, ist das Storage. Man muss noch ein Storage anlegen, das ist das Einzige noch. Das. Und unterstützt jetzt selbst als sozusagen Shared Storage mit getrennten Plattformen anderer Varianten? Also getrennte Plattformen heißt was? Naja, dass ich, so wie ich es verstanden habe, ich kenne jetzt den Safe und so nicht aus, ja? Aber so wie ich das verstanden hätte, ist es so, ich habe jetzt 3 Boxen mit lokalen Disken, ja? Und über das legt Safe ein Shared Storage Software. Einen Object Store, ja, genau. Ja. Habt ihr da andere Varianten auch noch unterstützt, oder ist das genau die Variante? Also wir unterstützen, wir unterstützen Ceph in der Version, die wir liefern, also in unseren Repositories, und quasi das PVE muss drunter sein. Also man kann das auch ohne dass man jetzt VMs drauflaufen lässt, als separate Ceph-Cluster laufen lassen, das unterstützt man auch, aber es muss alles von uns kommen natürlich. Für den Shared Storage von Haus aus Ceph verwenden wir. Man kann natürlich auch ClusterFS, da gibt es ein Storage-Plugin, aber dafür haben wir keine extra Tools. Okay. Das wäre dann wieder ein File-System, kein Block-Level-Storage. Ja. Block-Level-Shared-Storage ist das Einzige, was unterstützt Ceph. Nein, wir machen auch Sheepdoc. Sheepdoc ist ein, also von den Storage-Plugins unterstützen wir ja mehr. Aber von Haus aus, was mitkommt, ist nur, dass wir die Ceph-Tools und Wrapper drumherum haben, dass man das einfach machen kann und da die Integration dazu haben. Ansonsten von Shared Storage ist dann alles andere nur Plugin für das Storage selber. Ansonsten haben wir sehr starke Integration in ZFS mit dem Storage Replication. Also da kann man sich einrichten, wenn man verschiedene Nodes hat, dass man ein Z-Wall auf einen anderen Server per Send and Receive im Unterbau sozusagen. Genau, also jede Minute läuft der Scheduler, der schiebt den Diff rüber, und sollte das ausfallen, kann man im HA das so machen, dass eine Richtung funktioniert. Also zurück im Moment nicht, weil das ist ein bisschen komplexer, da braucht man den Status, wo ist das aktuellste Update und hat es funktioniert und solche Sachen. Also das momentan ist der einfachste Zustand, man hat eine Note, die ausfällt, das HA kriegt das mit und startet die Maschine auf dem anderen Note. Ja. Also das würde auch mit ZFS gehen, da bräuchte ich gar keinen Set. Es ist aber nicht, es hat nicht die Vorteile von einem Shared Storage. Ich muss immer einen Diff oder die ganze Disk kopieren, ja, wohin. Ja. Sozusagen die Frage ist, für mich ja, oder was ich jetzt gerade frei, ist halt, beim Hardware-Ausfall von einer Box möglichst wenig Daten verlieren. Da geht es gar nicht so sehr um eine Live-Umsätze. Verfügbarkeit in dem System, aber ich will halt keine Daten verlieren. Wenn ich in einem anderen System hochfahren muss, ist mir auch recht. Ja? Aber das ist das mit 20 mit ZFS eigentlich auch realisiert. Ich habe halt maximal Verlust eine Minute oder was. Genau. Was man aber dann braucht, ist halt für ein richtiges, also wenn man HA dann in die Richtung geht, dann halt 3 Nodes fürs Forum. Man braucht also mindestens eine 3. Node, die braucht gar nichts machen, außer nur ein Quorum herstellen. Und dann kann man das über den Weg natürlich auch machen. Ein Problem, das habe ich vorher in der Uhr gesehen. Die 3. Maschine, die wird jetzt gestoppt.
ja? Die hat komplett andere IP-Adresse. Muss man das? Also aus einem anderen Netz oder nur ein. Ja. Entweder muss ich es neu installieren oder was auch immer. Ja, okay. Nein, wir können die IP-Adresse im einen ändern. Da. Und aber ich muss quasi. Unten gab es die entweder bei den Linux-Tagen gleich gegenüber von unserem Stand oder sonst gibt es also eine Kantine gleich unten, wenn man die Stufen runterkommt. Also ich habe jetzt hier eine 102 auf der VMware 0. Okay, ja. Und sonst wären wir das hier, das wäre die richtige. Genau, 30 und dann 33. Sollen wir das hier in der virtuellen Maschine machen? Oder? Also das ist der einzige Platz, wo wir es natürlich machen können. Genau, und der ETC, Network Interfaces. Genau, Network und da das Interface-File. Das müssen wir mal anpassen. Aber die ist jetzt schon hinzugefügt? Nein, die ging noch nicht hinzuzufügen. Genau. Also zweimal das 33, genau. Ja, 30, genau. Dann. Also da hinten dran könnte was auch immer stehen. Das wäre prinzipiell. Das ist klar. Das, ja. GTS1, oder? Genau, also GTS1. Genau, und ETC Hosts müssen wir noch. Da ist noch das ist hier. Und da ist der Name auch mit einem A, aber das macht weniger. Genau. Also wenn der dann nicht geändert wird, dann macht das nichts. Genau, und jetzt soll es funktionieren, eben wenn man PVECM add. Das Interface muss man auch down. Also einfach if down VMware 0 soll funktionieren. Das ist ein Befehl. Achso, ja, das ist ja kompatibel dann mit IPv6. Genau. If down VMware 0. VMware 0. Dann probieren wir mal wieder mit if up, ob das anstatt auf den down einfach das up. Und ob es hat es genommen? Er hat es genommen. Gut, jetzt sollte der Ping im Nachbarn klappen, denke ich. Oder das, ja. So, und jetzt die. Genau. Und das ist jetzt die Primary, oder? Also es gibt in dem Sinne keine Primary. Das ist nur in dem Moment, wenn wir ein Cluster erstellen, dann ist das für einen Moment die Primary, bis ein zweiter Node dazukommt. Und wir können hier irgendeine Node aus dem Cluster angeben. Das muss nicht spezifisch die sein, die wir als erstes eingetragen haben. Wie läuft der Groß im Service im Minute? Der streikt. Der streikt. Wir wollten gerade den Cluster der Command Line, also den zum Cluster hinzufügen und er sagt Corrosion. Wichtig, stimmt die IP-Adresse? Die haben wir vorhin geändert, die war falsch von dem Host. Auch in der ETC-Host? Na? Da muss sie auch geändert werden, okay. Weil der schaut nämlich nach, das ist okay. Die brauche ich, die will ich erreichen, die kann ich nicht erreichen. Ist ein File, also Source. Ja, genau, den Slash von in Ende, der muss noch weg. Ich habe nur das Interface aufgefressen. Genau, okay. Da muss es dann. Muss er ja schon gehen? Kein Problem. Danke sehr. Bitte, bitte. Sonst, wir sind ja am Forum und überall. Bitte.
Was habt ihr denn hier für komische Windows-Version? Das ist VI, das ist kein Vim. Und das VI ist nicht das Improved und das verwendet keine Pfeiltasten. Das kommt nur Grützeberg-Pfeiltasten raus. Aber das funktioniert nicht, wie zum Beispiel I in einem Bearbeitungsmodus. Das geht. Bei mir geht's nicht, also bitte um vor. So. Ja, 308, das ist. Achso, das ist eine ganze Ahnung. So brauchen wir die. Und User 25 und. Nein. 20203 müsste. Da ist eine Note drin, die sagt. Achso, die ist vom Beamer abgeschrieben, oder? Ja. Das. Also hier ging da was zu ändern. Ja, irgendwas ist. Ja. 20, 2 und 2, ja, wollen wir. Die sollte aber. Achso, jetzt verstehe ich. Die hat es versucht hinzuzufügen. Und das hat nicht geklappt. So, das ist die dritte Note. Oder? Okay. Und User 20 und das wird 203 sein am Ende. So. Deutsch, Englisch. Dann machen wir hier, müssen wir in Inter schauen. Okay, gut. Und dann müssen wir noch den anpassen, aber das auch. Ja, dann ist das 203. Und dann machen wir am besten einen Reboot. Einfach zum Schauen, ob ich es auch richtig eingeben habe. Und hier würden wahrscheinlich drei, nein, hat er noch keinen hinzugefügt. Na, passt. Dann werden wir gleich sehen, hoffentlich lässt er es hinzufügen und korrigiert das. Ansonsten müssen wir dann noch ein bisschen Hand anlegen. Muss mit Browsing Service deswegen nicht funktionieren, weil es ein Host falsch ist. Ja, der verwendet, der nimmt die lokale IP-Adresse von dort und sagt, okay, ich bin Host XY mit der IP-Adresse und versucht sich auf die andere Seite zu verbinden, was er nicht kann und kann sich damit nicht hinzu, also er versucht, du gibst ihm 192 irgendwas an, sagst aber, ich habe IP-Adresse 10er aus dem 10er-Netz, trägst sie da ein und Corosync versucht, ihn im 10er-Netz zu erreichen, obwohl die Bindnet-Adresse im Corosync die 592 ist. Und unser Classifier-System baut darauf auf und das braucht einen laufenden Corosync. So, und wenn die Namen nicht stimmen, ist auch schlecht. So, der wirkliche Corosync-Spezialist, würde ich behaupten, ist ein Eintrag drin. Ist der Thomas, der hat einen guten Teil geschrieben von unserem Cluster-Manager 202 und die Note, genau, weil die nach dem Namen geht, muss die raus. Das ist die Notliste. Konfiguration. Genau. Da müssen wir 4 hochzählen. Dann haben wir den entfernt. Dieselbe Corosync-Datei liegt im Cluster und die wird dann kopiert, wenn eine Änderung passiert. Weil nämlich zum Start vom Server ist natürlich das Problem, dass es noch kein PVE, also PMX-CMS gibt und kein gemountetes Filesystem. So. Und damit das Corosync startet und wir das gemountete Filesystem kriegen. So.
braucht es die Config der Test. Gut, das schaut eigentlich so weit, das hat war Node 201, Teil 2, Cluster Health 20, Konfiguration 4. So, 20, 22, ja, ist auch die 4er Version. Merkst nicht daran. Service Engine loaded. Warum sagt der Dead in Active Exit Normal? Weil okay, Quorum initialized failed. Das geht. Kann ich mir da helfen? Ah, war es zu lang. Bitte nochmal. Da sind wir ins SSH-Timeout gelaufen. Nein, das ist das Linux-Wochen, das ist das 20. Ich habe es ohne 20. Ja. 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 Aber dem ist ohne. Ja. Ist ganz zerlegt. So. Deutsch. Genau. Da läuft es noch und da hat er keine zweite Nummer. Das ist aber auch strange. Was mache ich denn? Die wäre aber drin. Oder die 2. Konfiguration 4. Nulladresse. Er sagt hier oben, dass Highest Vortex Factor 3, also er hat irgendwie 3 Node schon hinzugefügt. Ja, Status wollte ich. Obwohl das nicht geklappt hat. Der läuft. Interessant. Also der erste läuft. Und der zweite hier, probieren wir es noch einmal auf. Okay. Neustart. Schaut doch besser aus. Jetzt läuft er auch. Gut, jetzt sind 2 wieder drin. Er hat jetzt das Update verstanden. Also die andere Seite, weil wir aus der Config was editiert haben, hat der erste nicht mitgekriegt. Da ist was passiert. Hat aber geblockt, weil 3 Nodes drin waren und nur noch einer übrig war für ihn. Und dann geht er in Read-Only. Modus sozusagen und dann kann man im PVE zum Beispiel nichts mehr schreiben, also im ETC-PVE, weil das ein Quorum voraussetzt. VMs oder LXC-Container, die würden weiterlaufen, weil denen, die interessiert das nicht in dem Moment. Sobald man HA aktiviert hat, würde die Node oder jede Node in dem Fall rebooten, die sich nur selbst zieht. Also der sieht, da wären 3 Nodes müssten da sein, ich bin nur selber da, dann bin ich vielleicht am kaputten Ende und starte mich mal neu.
weil da könnten woanders zwei über sein, die weiterlaufen. Und der Neustart ist wichtig, damit die Dienste, wenn VMs umgezogen werden, bei einem Shared Storage zum Beispiel, nicht zweimal laufen und dann zwei Seiten schreiben und dann Datenkorruption auslösen können. Somit. Gut. Warum das da so nicht geht, 20203, wir kommen wahrscheinlich auch hier nicht hin, oder? Okay. So, wo bist du da bitte nochmal? Das ist das jetzt. Das Linux-Wochen. 120. Ja. Genau. Ah, perfekt. So. Jetzt haben wir, jetzt kommen wir von da rüber. Also jetzt sollte es gehen, wenn du hier die, wie wir es vorher gemacht haben, auf der Kommandozeile hergehst und sagst PVE, CM, add. Genau, jetzt sollte das hoffentlich funktionieren. Was sagt er hier? Ah, okay, gut. Dann lösch den etc co-sync out key und er hat ja lokal nur eine Kopie, dann löscht dieses co-sync raus. Mit RM. Einfach. Du wirst das ganze File weg. Genau. Jupp. Und hat er im Read-Only, da müssen wir noch was vormachen. Ein System-CTL, na, es ist nur lesend. Ein System-CTL, FOST, ein System-CTL, Leerzeichen, Stopp, PVE-Cluster, also Leerzeichen, PVE-Cluster. Du musst also als ein Wort und PVE bitte, PVE, genau, dann Minus, Cluster, genau, Enter. So, das sollte er jetzt hinkriegen, genau. Und anstatt, also dieselbe Zeile noch einmal, anstatt dem Stopp, aber dann ein Status, damit wir schauen können, ob der Dienst auch wirklich, genau, er ist tot. Also er läuft nicht. Gut, passt. Dann können wir da, genau. Und jetzt machen wir ein PMX-CFS, also einfach ein PMX und dann Tab. Tab. Genau, perfekt. Minus L. Ja. Jetzt haben wir es im Local Mode gestartet. Also damit haben wir geforst, dass es local ist und damit können wir wieder schreiben oder natürlich auch löschen in dem Fall. Und jetzt können wir die Corosync da draus löschen. Genau, passt. Jetzt müssen wir nur noch etc corosync out key löschen. Also da hast du noch keinen, musst du rm / etc corosync / und einfach mal einen Tab bitte machen oder genau und den out key bitte löschen. Genau. Okay. Nein, nicht da. Out Key musst du noch dazu schreiben, bitte. Einfach Tab machen, das geht schon. Genau, löschen. Enter. Und dasselbe machen wir dann nochmal für die, damit wir auch alles weggeräumt haben. Also du musst nur noch umgehen mit dem Pfeil, genau. Dann das Out mal weglöschen, das Out Key. Genau, dann einfach nur Coro eintippen. Tab. Perfekt. Und RM. Super. Jetzt müssen wir den PMX-CFS killen. Also mit PS-AUX musst du mal schauen, wie der PIT dazu ist. Mit PS-AUX. Genau, dann eine Pipe, da brauchen wir eine Pipe. Das ist, ich weiß nicht, was ist auf Deutsch. Okay. Die Pipe. Ah, hier haben wir sie. Hier haben wir sie. Das glaube ich mit Shift. Na? Oder Alt-Gear. Ah, perfekt. Genau, und dann machen wir Grab. Und dann machen wir PMX. Enter.
Jetzt haben wir hier das da, wollen wir haben. Und das hat 2439. Und jetzt, wenn du einfach Kill Leerzeichen 2439 machst, dann sendet er einfach dem Programm, bitte beende dich. Genau, wenn du jetzt noch einmal das PS AUX ausführst, also einfach nur eine Zeile nach oben. Genau, jetzt ist es weg. Und jetzt starten wir wieder den Cluster-Service, den wir vorher gestoppt haben. Genau, irgendwo da oben kommt das System-CTL dann zum Vorschein. Und da machen wir einen Start, anstatt dem Status kommt ein Start hin. Genau. Ja. Und jetzt, wenn du jetzt das Add ausführst, das ist das PVECM-Add, sollte mal gut sein und es sollte hoffentlich funktionieren. Genau da. Perfekt. Genau, schaut auf, bis es Quorum kriegt. Gut. Jetzt haben wir auch die dritte Note erfolgreich hinzugefügt. Genau. Und das ist ein Überbleibsel, das muss man im ETC-PVE, müssen wir das dann aufräumen, der Eintrag, dass der, aber sonst tut er nichts, außer schier rausschauen. Gut. Das die Local-Verkehrsdaten zusammen, das VZ-Dann muss von dem VZ-Dann auf beide Notes gehen. Okay. Also, dann. So, dann nach dem. Ich hoffe, alle einen Cluster haben mit drei Notes. Als nächstes, ich habe schon gesehen, ein paar haben das eh schon gemacht. Das gibt es in dem lokalen Storage, das man hat in den Nodes, also wenn du wieder die genau hier öffnest und das lokal anklickst, in den Content, gibt es einen VZ-Dump. Das ist einfach ein Debian-Net-Install. Da ist nichts drin, außer kurz mal installiert und ein Backup gezogen. Das stellt euch bitte mal wieder her mit dem Restore, genau, ganz einfach. Hier machen wir ein LVM-Thin. Das Local LVM ist ein LVM-Thin. Vergebt euch eine ID eurer Wahl. Dass das 100 ist, kommt aus der Zeit von OpenVZ. Da haben die bei 100 angefangen, die IDs, und man hat das übernommen. So, ja, man kann Rate Limiting machen, das ist auch neu, dass das auch recht einfach in der GUI sichtbar ist, um das Restore von dem jetzt ein bisschen bandbreitentechnisch zu limitieren, weil hat man jetzt gerade viel los auf der Kiste und muss doch was restoren, dann kann man das ein bisschen niederbinden. Ja. Und dann flutscht es dahin. Genau. Und man sieht auch schön bei der Oberfläche, viel hat es gar nicht gemacht. Es sind halt doch viel Sparse dabei. Und somit ging das recht flott. Genau. Und ja, die Linux-Wochen, das steht auch auf dem Zettel. Die können Sie einfach starten. Einfach noch eine IP verpassen, wenn ihr die anpingen wollt und zuschauen wollt, ob wie viele Pings vielleicht verloren gehen oder nicht zurückkommen, wenn man das live migriert mit Local Storage. Also wir haben die Option, dann eine Live-Migration zu machen und zu sagen, hier, ich gehe auf die Kommandozeile, ich will die Maschine haben und dann kann ich die live migrieren. An der GUI ist halt nicht live, da ist im ausgeschalteten Zustand, geht es mit Local Disken. Da wird dann die ganze Disk auf die andere Node kopiert und dann kann man die VM auf der anderen Seite starten. Aber die Kommandozeile bietet dieses Advanced Feature. Genau.
auf der Kommandozeile. VM in der IP-Adresse. Ja, wenn ihr die VM anpingen wollt, während ihr live migriert, ja, um ein bisschen was zu sehen, könnt ihr euch eine IP-Adresse aus eurem 24er-Netz vergeben. Sudo, also einfach su eingeben und nochmal das Linux-Wochen. Das ist überall Linux-Wochen. Noch ein Punkt dazu zu schreiben. Das ist. Genau. Und in der GUI haben wir dann das Migrate with Local Disks. Genau. Genau, das ist über die GUI, genau. Über die GUI geht nur offline. Naja. Local Disken. Du kannst halt nur Disk machen. Auf dem Shared. Ja, also der Umweg wäre, man macht Move Disk aller VM Disken auf ein Shared, also auf dem NFS, und dann macht man die Migrierung und dann movet man die wieder zurück. Aber dann hast du halt Move Around, ja. Na, bitte? Die IP-Adresse, wenn ich jetzt hier reingehe. Ja. Die hat ja keine IP-Adresse. Genau. Man kann sich einfach aus dem 24er-Netz einfach eine geben. Ja, okay. Die Frage ist, muss ich hier in der Hardware das ändern? Nein. Hier wird nur gesagt, dass das Netzwerkinterface, das man in der VM sieht, auf die VM BR0 connected ist. Okay. Und die VM BR0 hat quasi eine IP-Adresse aus demselbigen Netz. Da gibt es nämlich jetzt nur das ENS8. Genau, richtig. Weil es ist kein Proxmox. Also im PVE legen wir automatisch schon diese Bridge an und auf diese Bridge connecten sich dann all die VMs. Genau, aber dieses Debian hat jetzt kein... Das ist knackig. Wie kriegt es jetzt das Hardware-Device? Das ist das ENS 18. Das ist das, okay. Seit kurzem ist Crypt. Thomas, seit wann wurde das Namensschema beim UDEV geändert von ETH0 auf die anderen? Seit 5.0, mehr oder weniger. Ja, aber wie viele Monate war das jetzt schon her? Halbes Jahr, Dreivierteljahr? Ja, Dreivierteljahr. Ich glaube Dreivierteljahr, okay. Also ungefähr vor einem Dreivierteljahr ist man hergegangen und gesagt, okay, man will ein besseres Naming haben für seine Devices, wo es herkommt. Und deshalb konvertiert UDEV, oder der Kernel besser gesagt, das ETH0. Es geht ja darum, damit man besser heißt, in dem Fall einfach stabil. Früher konnte es sein, dass halt das, was jetzt ETH0 ist, nach dem Reboot nicht mehr ETH0 ist, weil halt ein Kernel-Update da war. Genau. Und UDEV nimmt jetzt halt verschiedene Identifiers her, wie MAC-Adresse und Hersteller und noch mehr, und versucht halt dann genau dem Device, den es vorher diesen Namen gegeben hat, nach dem Reboot auch diesen Namen zu geben. Es läuft also der Consistent Naming Convention für Devices. Genau, also genau. Das ist konsistent über Reboot, genau. Und Kernel-Update, genau. Und so weiter. Und man kann... Man kann das ein bisschen anpassen und seinen Wünschen noch ein bisschen. Genau. Dass man zum Beispiel MAC-Adressen kriegt als Namen für die Devices und nicht über den PCI-Bus, wo es angeschlossen ist und dergleichen. Gut. Okay. Gut. So. Okay. Aber jetzt hat die Maschine nicht mehr. No, offline ist, das ist kein Problem. Na, warte noch 5 Minuten, dann kann man dann ein Minuten. Okay. Manche tragen noch IP-Adressen ein. Achso. Mhm.
Hast du eventuell noch ein bisschen Wasser? Nein. Nein. Ich habe uns noch was eingegraben. Ich gehe danach auf die Klappe. Okay. Was bedeutet alles? Mit FSK einmal so, das Installing ist aufgerufen, wenn ich nicht will. Wenn ich eine löschen will. Einfach auf die, die jetzt abgeschalten ist. Oder wenn wir die nicht haben, ist ja wurscht, welche. Shutdown. Und, ja. Wenn das nicht geht, muss man ein bisschen daneben auf das Pfeilchen klicken, dann kann man Stopp auswählen. Ah, hat einen Stopp. Genau. Und dann, wenn sie gestoppt ist, hat man hier unter diesem Moor, kann man es löschen. Jetzt hat es aber irgendwas, stimmt aber hier nicht. Darf ich mal? Ja. Genau. Jetzt passt es. Da lief noch dieser Shutdown vorher. Jetzt ist genau, und hier unter dem More das Remove, und dann muss man die ID eingeben. Genau, warte, hier in der Klammer auch nochmal stehen die ID. Das wäre die 100. Und als Sicherheitsabfrage, damit man nicht aus Versehen die falsche löscht. Okay, gut. So. Ja, mit 5 war die Sache. Das dauert zum Synchronisieren nicht so lang, oder? Wie war Synchronisieren? Das ist die Restorte. Also die ja. Wenn ich die mitkommen habe, das ist noch nicht. Das dauert noch. Da muss man mal wegklicken und wieder reinklicken, damit der Connect auch wirklich passiert, wenn sie gestartet ist natürlich. Da muss man rein. Genau, also es sollte jetzt gleich, jetzt hat sie gestartet. Und jetzt, wenn man auf Hardware klickt und wieder zurück. Genau. Okay. Und im schlimmsten Fall einfach nochmal wiederherstellen. Aber okay. Ja? Wenn die Maschine läuft. Genau. Da komme ich gleich zu dem Punkt. Oh ja, das ist schon kenne. Wenn man jetzt lokale Disken hat, dann geht es über die GUI nicht zu migrieren, weil wir kein Shared Storage zur Verfügung haben. Deshalb haben wir hier auf der Kommandozeile für die alle Advanced Cases das with local disks, und darüber, wenn man das aktiviert, kann man eben eine Migration laufen lassen im Live, wenn quasi die Disken lokal liegen. Ansonsten geht nur der Weg eben über ein NFS oder sonstige Shared Storage die Disk Move zu machen und dann wieder zurück auf der anderen Seite. Gut. Das ist dann natürlich ein Paar-Szenario nicht. Nicht wirklich, nein. Aber es hilft in dem. In für Service oder so, für Maintenance. In dem Fall, wenn man Maintenance und lokale. Wenn man sagt, okay, eigentlich stellt man aus dem Backup wieder her, aber man will sich das jetzt einmal sparen und schiebt die nochmal rüber. Man braucht aber genug Bandbreite, weil man halt dann ganze Disk kopiert, den ganzen RAM, der da ist, der muss kopiert werden, und der kann 10 Gigabit durchaus schon mal verbraten werden dafür. So, willst du mal probieren, aus, ob er ja sagt oder. Also genau, das Minus Online muss noch, fast, genau. Und er hat jetzt was gemacht? Ah,
Ach, das ISO ist noch eingehangen. Ja, wenn das ISO nicht überall gleich drin ist, also am besten das immer entfernen. Das ist auch gut, weil meistens liegen die ISOs auf irgendeinem Storage, der so sekundär ist, und wenn der Storage dann mal hängt, dann kann es unter Umständen sein, dass die virtuelle Maschine nicht migriert, weil das Storage gerade nicht verfügbar ist. Genau. Und dann soll es losgehen. Auch recht schnell. Für ein nested, zweifach genestete VM. Und erledigt. Genau. Und der Ping, das sollte, wenn überhaupt, einer, genau, Downtime 7 Millisekunden. Genau. Dann ist das jetzt nicht proportional zur Größe von der Disk oder schon? Oder halt von der das ist berechnet, er misst. Es ist immer so, er macht bei beides mal beim Disk und beim RAM macht das erst einen Sync. Das tut auf einem gar nichts. Dann macht er Delta Syncs, wenn er merkt, dass sich er fängt dann an zu tracken, was ändert sich jetzt. Genau. Er dort die Bitmap. Wenn sich das noch groß ist, macht er einen zweiten Sync. Und dann, wenn sich dann konvergiert gegen die Änderung sind immer größer, stoppt er sie kurz, synkt den Rest nochmal rüber und startet sie drüber. Und genau, und das ist dieses Zeitfenster. Das ist das, was richtige Downtime ist. Genau. Und ja, meistens hängt es eigentlich ab, wie viel RAM gedirtet wird. Und da gibt es auch, kann man so Test Cases produzieren, wo er die VM nie gescheit migrieren konnte, früher, also schon Jahre her. Und genau, und dafür gibt es jetzt ein Feature, das heißt Auto-Converged Live Migration. Das ist bei uns defaultmäßig an. Das heißt, wenn er da merkt, er kann lange Zeit nichts mehr migrieren, dann trottelt er den RAM und die CPU von der VM langsam runter. Dann wird die immer, damit die nicht mehr so viel machen kann. Und ja, und irgendwann schafft das dann, die zu migrieren. Genau. So, das ist grob nicht mehr. Da kommen dann die bösen CPU-Hop-Messages im Log. Genau. Das ist so viel zu dem Teil mit Live Migration, Local Storage. Es ist aber eigentlich relativ spaßlos, wenn man kein Shared Storage hat. Und der nächste Schritt ist dann, also ihr könnt euch gerne noch damit rumspielen, der nächste Schritt ist dann, wir machen Ceph. Ist die Frage, ob wir das halt in guten 40 Minuten durchkriegen. Die Pakete sind schon alle mal installiert und es sollte, auch wenn die Versionen nicht ganz gleich sind, out of the box funktionieren, dass wir uns Monitore einrichten, dass die das Ceph-Init machen, dass das die Configs geschrieben werden und die Links gesetzt werden für unser PVE. Und dann kriegt jeder noch eine extra Disk hinzugefügt und darin machen wir mit der extra Disk eine OSD und dann schieben wir die VM eigentlich da drauf und dann wird man die ganze Migration quasi auf dem Shared Storage abwickeln. Ich glaube nur nicht, dass wir in 40 Minuten da durch sind. Aber im Prinzip das, was in der Doku, also in dem Aufgabe 4 drin ist, dieser Link, beschreibt schon schrittweise, wie man das einrichtet. Und genau. Bitte was? Ja, also wir sagen präferiert in dem Sinne, dass wir einen Wrapper drumherum haben und das auch mit unterstützen, direkt von Haus aus schon. Würde gehen. Wir haben allerdings da eher schlechte Erfahrungen gemacht und mit Datenverlust und dergleichen und dass die Dinge halt langsam anstatt schnell sind, ist auch als Storage-Plugin sicher verfügbar. Also man kann es ein Cluster FS haben und da das einhängen.
Aber wir haben jetzt keine Tools oder wir würden das auch nicht so als das Setup empfehlen, was man als Shared Storage verwenden sollte. Also wenn, dann mal sagen wir eher, da machen Safe oder du hast ein NFS, ein gutes. Es gibt ein paar User, die ClusterFS erfolgreich einsetzen. Genau. Aber es ist schon ein bisschen ein Thema. Und da ist halt wirklich das Einfachste, das Aufsetzen. Aufgesetzt hat ClusterFS sehr, sehr schnell und sehr einfach. Aber viele sagen dann halt, wenn das erstmal ein Problem war oder so weiter, dann sind sie halt ganz an andere Grenzen gestoßen halt oder Erfahrungen gemacht. Aber das ist vielleicht, muss man probieren, ob das zu einem passt. Genau. Ich habe den Vorteil, Nachfrage wenn wir immer im Deutsch-Plugin haben, wir auch für das eigentlich. Ja, aber Ceph hat das einfach für uns ein bisschen abgelöst. Das ist für euch die beste Lösung. So Hyper-Converged Setups, ja. Also so von uns empfohlen ist das klar, weil man hat halt auch den Vorteil, dass man sehr gut expandieren kann. Das ist halt offenbar, weil man weiß ja nicht, wie es im Jahr, zwei Jahre später ausschaut mit diesem Service. Das sollte immer skalierbar sein. Genau, das ist bei ClusterFS schon oft ein bisschen schwieriger. Es ist besser geworden in letzter Zeit, aber war auch bis vor kurzem etwas schwieriger. Naja, man muss auch sagen, dass, glaube ich, Red Hat mit dem Kauf von Ceph sich vielleicht nicht antun will, zwei Storage-Technologien gleichzeitig irgendwie zu warten. Ich glaube, da wird sich irgendwann einmal entscheiden für Red Hat, so quasi, in welche Richtung pushen wir und in welche supporten wir die wir eh nur 10 Jahre lang supporten müssen und dann ist weg. Ne? Also das, so sehe ich eher, glaube ich, den Trend dahingehen. Dass halt nach 10 Jahren mal Red Hat sagt so, we discontinue this product. Verwenden, also weil sie jetzt auf XFS gehen oder das auf pimpen wollen, ja. Glaubenskrieg, SUSE hält daran fest, am BetaFS. Bis sie ZFS verwenden. Ja, BetaFS. Jedes File-System bekommt Weblinks, kann man klonen, Snapshot, Next4 als nächstes. X4? Ja, klar. Aber Facebook ist ja auch noch. BetaFS hat es in Production. Uns haben das auch ein paar Leute, die haben halt dann gemeint, dass sie haben halt einen Kernel und haben halt dann nochmal 4er Patches drauf. Dann geht's ganz gut. Aber das ist halt so, Dinge will ich halt nicht selber irgendwie warten, denkst. Da brauchst du halt schon Zeit und Manpower, sagen wir so. Ja. Wenn das vernünftig machen willst. Nein, wir haben... Wie viel Server du... Genau. Wir haben einen... Test-Server hast, wo es da nicht mehr was warten. Nein. Wir haben einen... In Rumänien haben wir einen stehen, einen Kunden, der macht Webhosting und der setzt auf BetaFS auch als Root-File-System und will das eigentlich nur machen. Kurze Frage, was dafür für IP jetzt eingeben, eine freie, die aus dem 24er Netz einfach zur Verfügung ist. Also einfach. Ich weiß ja nicht, was frei ist von dem. Nein, es sind nur. Vergeben ist nur die 1, die 231, die 232 und also die 233. Alle okay, anderen sind. Kannst du nehmen 100 oder was beispielsweise? Genau. Ja, okay. Ich habe ein Zertifikatsproblem. Mhm. Gut. Okay, sag mal. Weil, wenn ich jetzt da SSH mache, dann geht's. Ja, SSH ja, okay. Ist. So. Wenn ich jetzt Migrate mache, sagt er. Wie ist denn der Zustand, also was sagt BVE CM? Status? Sind alle Nodes irgendwie da? BVE? CM? Status? Genau, alle drei Nodes sind da. Dann hilft es vielleicht, wenn man einfach mal die Zertifikate BVE CM Update Certs gibt es dann. Also einfach mal, genau, mit Tabs als Gruppit, genau. Passt. Und dann hier Force. So, jetzt können wir es mal probieren, ansonsten müssen wir genau uns also neu einloggen. Was hat denn jetzt gemacht? Gut. Warum hat er das geändert? Host geht der normale SSH-Login wird wahrscheinlich auch nicht mehr gehen. Der geht noch. Der geht, ja. Macht der Backlogging von einer Seite? Naja, also das
wir verwenden auch Host-Aliase, also da müsste IP-Adresse und Name, weil er will ja hier den Namen entfernen, PVE-302. Genau, aber der Name wird wahrscheinlich nicht gehen, also SSH per Name, anstatt der IP-Adresse. Und wir machen ein Host-Alias. Das geht. Auf die 2er auch. Das mit dem Auto-Vector quasi aller Host, das ist so ein Feature-Wunsch, den wir schon bauen. Genau, weil da kennt er den Namen nicht. Wir müssen der IPC hosten. In der Host, genau. Weil das ist wahrscheinlich ein paar schon nicht zu haben. Es kommt darauf an, wie man das Cluster eingerichtet hat, ob man mit IPs oder mit Namen fährt. Wir haben halt das meistens. Genau, da war, also deshalb habe ich am Anfang auch gemeint, es ist immer geschickt, wenn man da seine Nodes drinstehen hat, alle. Genau, und das PVE Localhost muss weg. Genau, und wenn man die Nummer 3, also die, genau. Das ist so eigentlich der Plan, das noch komplett zu machen. Es geht nicht, kann man das jetzt machen. Aber so richtig schön ist er quasi eingeklickt, wenn man sich auf Wunsch und von anderen Sachen kann. Jetzt sollte das klappen. Genau, jetzt muss man nur noch den Key anpassen. Genau, das schmeißt er jetzt einfach raus, den Key. Genau. So, und jetzt hoffen wir, dass der Migration auch funktioniert. Okay, das ist nur zu wissen, immer, wo man dann nachschauen muss. Ne? Okay, wenn man das weiß, ist kein Problem. Die Migration macht ein SSH auf, um auf der anderen Seite dann auch die entsprechenden Kommentare abzusetzen, und dann wird ein Tunnel erstellt und über den separaten Tunnel wird dann geschoben. Das ist kein Problem, ja, wenn man nur weiß, wo man. Nein, ich meine nur zur Erklärung, wie, was da im Hintergrund. Genau. Wir haben in der Referenz-Doku, also sprich hier oder halt auf dem jeweiligen Host, gibt es eine Section, da stehen alle Dateien und Verzeichnisse drin, die es im PVE gibt und die eine spezielle Bewandtnis haben. Da sieht man dann auch, wenn man das Zertifikat durch ein eigenes austauschen will, wo man das dann hinschieben muss, dass man das dann auch verwendet kriegt. Ich habe gesagt, der nächste Schritt wäre SFSF, aber mit einer halben Stunde ist immer, kommen wir nicht durch. Nein. Du musst ja jedem noch eine Disk geben. Ja, das mag ich. Machst du das? Ja. Was haben Sie an die Node neu erstellt oder gar angefallen? Wie meinst du noch? Nein, ich brauche drei, also für jede VM braucht eine zweite Disk. Ja, aber du hast die vorerstellten, die haben auch schon keine zweite. Okay. Weil ich nie gerechnet habe, dass wir überhaupt bis dahin kommen. Ja. Manchmal kommt es anders. Ja, ich habe also als Anfang Info habe ich gekriegt, es kommen zwei Leute. Dann irgendwann hat es geheißen, so quasi, ja, es sind doch 10 oder mehr geworden, okay. Aber wer kommt, was für ein Level die User haben, es kann sehr divergieren. Da habe ich jetzt nicht gerechnet, dass wir vielleicht safe dann noch anfangen. Der Thomas wird jetzt Disken erstellen für euch alle. Ich muss mal schauen, weil meine Rechte hängen. Ich schaue nur hier zu. Okay. Kein Problem. Als OSD braucht man eine zweite Disk bei den Servern, dass man einen Ceph-Pool dann überhaupt einrichten können. Die Monitore sind so kein Problem. Und das Init auch nicht. Was wussten? Ja. Genau, das ist der Vorgang verschoben. Ich kann schon in X neu starten, aber ich weiß jetzt nicht, wie es mit dem aus wird. Das ist dann weg? Weil du hast ja hier geschaut, dass das. Ja, aber wenn ich es dann einfach wieder starte, ob es dann eh einfach kurz
eine halbe Minute fehlt. Na, schau mal. Das Problem ist halt, ich kann jetzt eh nichts machen. Na, musste. Der Numlog ist auch eingefroren, oder? Ja. Naja, dann ist das ganze Ding weg. Hinter dir ist da irgendwo ein Knopf. Seit Jahren nicht ausgedockt, ist seit Anfang an oder seit sie gewechselt von mir? Wann gedockt, Doku? Angefangen hat das im 2017 im Jänner. Da hat der Dietmar, unser CTO, angefangen mit der Referenz-Doku. Wir haben da lang rumgeschaut, was wir als Backend nehmen könnten. Und das gedockt hat halt seine einfache Syntax. Und man kann es halt recht gut parsen und dann sind wir auf das geblieben. Damals hat es auch so ausgeschaut, dass der Kernel auf ASCII-Doc gehen. Ist er dann ja nicht mehr. Die haben zwar das Hälfte schon umgewandelt gehabt, sind jetzt aber auf der Rest. Wie heißt das, von das, was Python auch hat? Keine Rest und was? Also ein anderes Dokumentationsformat. Ja. Und ja. Dann haben wir halt so ein bisschen Infrastruktur drumherum geschrieben und jetzt gibt es eben das Dokumentationswerk, wo halt eben PDFs und HTML und alles auseinander erzeugt wird. Das hat sich also auch von vorher auf jetzt, da hat der Dietmar echt viel Zeit reingesteckt und von mir gesehen kann sich das jetzt eigentlich schon sehen lassen. So, für, ja, logisch, besser geht immer, aber... Ja, okay. Was ist das? Linux Days. Ja, und das ist Bionic... Das Bionic Beaver... Das dann. Ja, von der Dokumentation, es hat den Vorteil für uns, da wird gleich die Synopsis mit draus generiert aus den ganzen Tools, die wir schreiben. Und somit geht auch kein Kommando dann dieser Dokumentation. Ja, die hat immer Bedarf zu wachsen. Also es gibt immer neue Sachen mit dem CephFS, wenn ich es irgendwann dann fertig habe, kommt nochmal ein Riesenklotz, wo ich reinschreiben und tun und machen. Das ist das erste Mal das Storage-Plugin, das ich fertig habe und danach kommt quasi auch die ganzen Tools wie CreateMon, halt CreateMDS, dass man halt auch das dann auf einer hyperconverged Maschine laufen lassen kann. Und vorzugsweise denke ich mal als Backup Storage und ISO und dergleichen. Wobei ich sagen muss, die ersten vier Resultate waren jetzt einmal nicht so schlecht. Also einen riesen File zu haben, wo der MDS nicht so viel zu tun hat, das geht. Wie sich Linux-Container drauf verhalten, ist wieder eine andere Geschichte, das muss ich noch testen. Das Millionen kleiner Files parallel schreiben, ein MDS oder zwei, und das ist... Da habe ich also in der Vergangenheit mit CephHammer, als ich angefangen habe, das zu machen, eher noch keine guten Performance-Werte rausgekriegt. Und da lag es wirklich daran, viele kleine Dateien, die werden geschrieben, da muss der MDS die ganzen Metadaten sich einverleiben und die ganze Strukturs und Inodes verwalten und das ist da ein bisschen noch nicht so ausgereift, würde ich sagen. Wie es jetzt ist mit dem Luminous, das wird sich erstmal zeigen und ich hoffe, es ist gut. Ich hoffe, ich kann es als vollwertiges Add-on dazu bauen und wir können sagen, ja, wir machen auch CephFS. Das wäre so einer der Wünsche. Wie weit sich dann technisch dann wirklich auszahlt, das zu machen, müssen wir erstmal schauen. Ja. Nicht dran passt. Genau.
Minus L, minus kleines L ist für einen User. Minus kleines L wäre auch, könntest du den User auch hinten dran schreiben. Ja, ja. War schon cool. okay, gut. Gut. Okay, du fängst, du machst einmal die Disken. Wie groß? 32 musst du mindestens machen, ansonsten schreit er, sei froh, dass das zu klein ist, alles miteinander. Für? Nein, da können wir nicht. Und es hat der KSM, hat glaube ich noch nicht einmal zugeschlagen. Das war unsere letzte Hoffnung, dass wenn der RAM ausgeht, dass der dann zuarbeitet, aber das schaut super aus. Der Thomas wird jetzt euch extra noch eine Disk hinzuhängen für alle. Was wir aber, während er das macht, machen können ist, wir brauchen eigentlich im Prinzip die Pakete jetzt nicht mehr installieren, das habe ich euch schon vorher gemacht. Was ihr machen müsst, auf einer Node müsst ihr ein PVESF, das ist das Kommando, das ihr brauchen werdet, Leerzeichen, dann mal Enter drücken, dann kriegt ihr eine Liste an Kommandos und da gibt es ein Init. Und das PVSF Init müsst ihr einmal ausführen. Da wird nämlich die initiale SF-Config erstellt damit. Da kommen dann später, wenn man die Tools hat, dann die Monitore rein und wenn man MDS haben will, kann man das dann von Hand noch reinfüttern. Aber prinzipiell werden dann die Monitore eingetragen und die Links werden gesetzt von der SEF-Config, die unter etc.pve liegt, nach etc.sef.conf. Und gleichzeitig dieser Out-Key, den Admin-Out-Key, der wird dann auch noch abgelegt unter PVE, dass man halt den dann verwenden kann, um sich zu authentifizieren gegen das SEF-Cluster. Die Keys an sich liegen wie üblicherweise unter var, lib, SEF, dann welchen Dienst auch immer, SEF-mon, SEF-OSD, da gibt es die Keys drin und die ganzen Bootstrap-Ordner, wo der initiale Installation dann passiert. Und wenn ihr das SafeInit gemacht habt, dann seht ihr auch, dass die Config angelegt ist. Und dann gibt es eigentlich nur noch als nächsten Schritt ein PVESF-Create-Mon. Und damit wird einfach der Monitor erstellt und da braucht ihr drei. Also einer geht natürlich auch, aber wenn der ausfällt, dann ist euer Cluster einfach hin. Wenn ihr den nicht mehr zum Leben kriegt, dann können so viele Objekte da sein, wie es wie wollen. Dann schaut es sehr schlecht aus. Mit dem Blue Store speziell, da hat man noch eine Datenbank, da liegt das RAW rum und da ist mir noch kein Tool bewusst, wie ich einzelne Objekte rausfische und da wieder ein Image zusammenbaue über diese OSDs hinweg. Darum drei, damit quasi es Quorum gibt und die Monitore wissen dann, welcher da aktuell ist. Das ist beim SEF, beim PVE nicht anders wie beim SEF. Und wenn man dann diese drei Monitore erstellt hat, dann gibt es als nächsten Schritt das PVE Create OSD. Und das PVE Create OSD gibt man an, welche Disk man als OSD verwenden will, vorzugsweise die leere, und drückt dann drauf und dann wird eine Disk erstellt. So, genau. Alle super. Gut. Machst du schnell ein PVE-Init, PVSF-Init und den ersten Monitor? Bei mir jetzt noch? Oder? Ja, ja, bei der Ausdruck hast du auch, oder? Ja, ja, für in deiner VM. Timing hat installed, wie so den SafeMon. Bitte? Timing hat installed. Auf dem dritten muss man selber noch. Auf dem dritten muss das noch selber, die ersten zwei. PVSF install. Dann richtet er das ein, das SAF Repository von uns, zieht sich die ganzen Pakete, die er braucht, um SAF zu betreiben. Und genau,
Hier sehen wir schon, da macht der Thomas das ganz geschwind. Die meisten Teile kann man schön auf der GUI machen. Alles. Kannst gern schon mal vorzeigen. Na, jetzt habe ich das Monitor gemacht. Genau. Monitor hast du gemacht? Ja. Genau, ein Monitor. Ein, zwei, drei. Im Endeffekt brauchen wir drei. Also um es wirklich ordnungsgemäß zu haben, brauchen wir drei. Genau, und es ist wirklich nicht viel. Einmal ein Init, das braucht man eigentlich nur, es ist beim ersten Mal. Und mit dem Create über die Kommandozeile oder natürlich die GUI geht auch. Genau. Warum finde ich das selten am Node und nicht im Data Center? Weil diese Punkte Ceph spezifisch sind für jede Node. Also man richtet einen Monitor auf einer Node ein. Man richtet eine OSD auf einer Node ein. Das ist nicht ein Datacenter übergreifendes Prozedere. Ein Storage, das ich für alle haben will, das ist in einem Datacenter drin, weil da hast du diese Shared Basis gegeben. Dass natürlich lokale Storages drin sind, da will man nicht nochmal einen Punkt machen, wo dann unter jedem Node die lokalen sind. Deshalb ist das. Die gesamte Self-Cluster-Konfiguration auf jeder Node drin. Ja, es lässt sich leider nicht so auseinander teilen. Man hat aber dann sehr wohl im Datacenter das Dashboard, wo man dann sieht, wie viel Speicher das Ceph zum Beispiel verbraucht. Genau. Genau, dann sieht man die drei Monitore. Wir haben noch keine OSDs. Viertelstunde haben wir noch. Du warst gerade auf dem Shutdown-Button. Von der Command-Line erstellen? Oder das Init muss man einmal machen. Auf der dritten Node muss man die Pakete nachinstallieren. Das habe ich vergessen zu erwähnen, weil wir die ja selber installiert haben. Einfach ein PVE-Ceph zum machen. PVE-Ceph. Genau, passt. Und dann das Leerzeichen Install. Und Enter. Und dann installiert er, hängt das Repository ein und installiert das da. Und wir machen ein PVE Init, damit es die Konfiguration erstellt. PVE Safe. Genau, passt. Soweit. Wenn er alle installiert hat, genau. Ja, es sind ja okay, aber ich muss ja wieder dreimal schieben, oder? Das kommt im nächsten Schritt. Also die anderen zwei haben es schon installiert. Man braucht nur auf das, wo man es selber installiert hat, haben wir es jetzt danach installiert. Genau, passt. So, und jetzt kann man hier, genau, sieht man da im nächsten Schritt ein Init. Dann hat er eine Config angelegt. Und jetzt können wir die Monitore rekreieren. Und da können wir in der GUI, genau, da ist aber die Verbindung vom Browser weg. Schaut so aus, als wäre da. No. Das Zertifikat wieder? Normal nicht. Also
Okay, gut. Jetzt den. Na, also wenn der Monitor anklicken, soll es gehen. Genau, jetzt geht das, soll das Create gehen. Genau, einfach Create. Dann stellt er dort einen Monitor. Das brauchen wir quasi dreimal. Permission denied, invalid CIF Token. Das scheint mit dem Zertifikaten noch was nicht zu passen. Geht's? Okay. Achso. Aber jetzt. Ja, okay. Puh. Gut. Aber das verdoppeln. Genau. Genau, hier kann man dann unter auf einen der Nodes klicken. Genau, da gibt es das Safe. Dann kann man auf einen Monitor, da wo Monitor steht links. Genau hier. Und dann kann man create. Bei dem Test, wenn man halt da draufklickt, dann ist es im Kreis kein, wenn man gar nicht, dass das aufhört. Ja, da, wenn es nicht installiert ist, dann will er was zugreifen, was es nicht gibt. Ne? Gut. Wenn man mal, wenn jeder seine Monitore hat, dann kann man auf den nächsten Reiter OSDs gehen, einfach auf Create drücken, so, und im Standardfall sieht man hier schön, es ist das Blue Store schon aktiviert, das ist das Ceph Standard oder Default Backend Storage fürs OSD. Da gibt es nur eine kleine XFS-Partition, damit die Links und die Keys angelegt werden können. Und das Journal DB Disk mit Blue Store ist es meines Erachtens hinfällig, sich ein Journal einzurichten für Spinners jetzt. Ja, ich habe das getestet mit den Samsungs SSDs als Journal, diese SM863er verwendet und habe 7200er Hitachi, schieß mich tot, genommen und ich habe, wenn überhaupt, vielleicht 10% mehr rausgeholt aus dem Default Setup. Ja, da habe ich aber dann quasi dann eine OSD verbraucht, die eigentlich recht schnell ist. Da würde ich doch eher annehmen, okay, ich nehme die SSD-Pool. Genau, ich mache einen SSD-Pool, genau, und sage hier, da ist der schnelle Pool und die Spinner, das sind die langsamen, weil da, keine Ahnung, da mache ich vielleicht nur ein Backup drauf oder. Ich hole meine Filesysteme von den Spinnern und hole meine Root-Filesysteme und Systemplatten. Was man, genau, was der Anwendungsfall ist, also da würde ich eher in den Richtung gehen. So wie das mit der normalen RAID. Es kann ja für jeden Anwendungsfall natürlich sein, dass man halt das doch machen will, dann kann man es natürlich machen. Vorteil oder der Punkt dann ist, dass da erstellt die automatische konfigurierte Größe von 5 GB, die muss man im Ceph anpassen. Man muss auch wissen, wie viel Disk Space man hat, weil das Blue Store das Journal oder beziehungsweise das WAL, das es da gibt und die Datenbank, die werden quasi zuerst auf das schnelle Device geschrieben und sobald bei der Datenbank speziell das schnelle Device voll ist, wird weiter auf der normalen OSD
also auf den Spinners zum Beispiel geschrieben. Also heißt, wenn die 5 GB mal verbraucht sind, das kann schon einmal bei einer 10 Terabyte Platte kann das locker sein, dann quasi würde auf der langsamen Spinner weitergeschrieben und die Performance würde fallen zwischendrin. Und man würde nicht feststellen, auf erster Linie warum, weil man plötzlich die 5 GB voll hat und nicht die komplette SSD verwendet hat. Also man muss da schon Hand anlegen für die Dinge. Und meines Erachtens im Normalfall, also für die meisten Cases, rentiert es sich dann nicht wirklich, da was einzutragen. Man kann aber, wenn man will. Ja, ja, eh. Wir haben in unserem, machen wir einen Create hier, wir haben in unserem Ceph Benchmark Paper eh Tests gemacht mit den Samsung SM863ern, die so die Enterprise Class SSDs von Samsung ist. Und wenn man sagt, man nimmt 4 von den SSDs und man hat, in unserem Fall war es ein 100 Gigabit Netzwerk, aber es reicht dann auch an 10 Gigabit, man kriegt dann 900 Megabyte Schreiben raus und also im leeren Zustand natürlich. Also da macht es für mich halt weniger Sinn zu sagen, ja, du musst jetzt ein komisches Setup bauen, du kannst ja deine OSDs nicht hin und her swappen, weil sobald die gebunden sind an das separate DB-Wall-Device, macht es eher Sinn, das alles in einem Chassis zu lassen. Man muss alle OSDs rausnehmen und mitnehmen. Wenn man die OSDs auf den SSDs hat, dann ziehe ich die OSD, wenn sie runtergefahren ist, raus, geht zu einem anderen Server, stecke sie rein, starte sie wieder und habe genau dieselben Placement Groups nur in einem anderen Server. SM863A sind das, glaube ich. Ja. Aber die sind, ob sie noch gibt. Im Vergleichstest dazu haben wir dann eine Intel P37 auch genommen, aber die macht 1,7 GB pro Sekunde alleine schon. Und wenn man 3 davon hat, dann hat man Storage, wo man 1,7 GB pro Sekunde auch wirklich schreiben kann drauf. Gut. Dann machen wir einen Reload. Dann sehen wir unsere erste OSD. Das ist auch die Ansicht, wie man sie auf der Kommandozeile sieht. Und dass sie up and in ist, das ist natürlich das eines der wichtigen Dinge. Und das bauen wir jetzt dann noch für die zweite und dritte OSD. Und dann haben wir 3 OSDs mal drin. Die sollten dann alle im Nachgang hier erscheinen. Genau, also ihr müsst aber auf die jeweilige Note klicken, damit ihr die Disk kriegt. Ja? Wieso sagt er bei mir Note Disk used? Und da oben den Reiter Disk bitte mal anklicken. Ah, genau da. Okay. Und was ist mit den anderen zwei, die haben eine Disk? Also das 302. Und das, genau. Okay. Du, Thomas? User 30 hat keine Disken. User? 30. Genau. Dritte Note. No. Genau. Weil. Ja, ja. Na gut, dass dann kein User 25 gibt. Na, 5 geht doch noch. 5 hast du bis 6 hast du, genau. Okay, jetzt. Ja, jetzt wird's gehen. Ja, 20 hat er auch keinen. Genau, 20 hat auch, genau. Wer hat 20? Irgendeiner. Ja, das nächste Mal mache ich das bei Namen, sonst Ding auch anders. Passt. Einfach auf Move Disk drücken. Also, zuerst muss mal ein Pool drauf sein, dann können wir das und ein Storage eingerichtet. Okay.
Gehst du bitte wieder zurück in die OSD? Ja, genau. Wenn wir das haben, also wenn jeder drei OSDs hat, dann sind wir fast schon fertig. Wir brauchen dann noch einen Pool, den wir erstellen müssen. Das können wir auch schon über die GUI machen oder auch über die Kommandozeile mit dem PVSF. Hier können wir einfach auf Create drücken und in unserem Fall sind 64 Placement Groups total ausreichend. Alles andere kann ich nur empfehlen, den PG-Calc von der SEF-Webseite und sich herausrechnen, wie viele Placement Groups man wirklich tatsächlich braucht. Immer Empfehlung, das hat SEF auch umgestellt, 3-2, weil es speziell bei kleinen Clusters ein 2-1 zu fahren, war irgendwie bei 11% Wahrscheinlichkeit, dass genau die Placement Group mit weg ist, die man als letzte Kopie über hat. Das war auf der Mailingliste, irgendwann stand mal im E-Mail so eine Zahl 11% in dem Zusammenhang. Bei größeren Clustern, also wie ein CERN oder so, da fällt das nicht so schwer auf, weil die Recovery-Zeit, die haben, ist wesentlich kleiner, weil die Placement Groups wesentlich schneller und wesentlich weiter verteilt werden können als in einem 4-Node-Setup zum Beispiel. Oder 3-Nodes. Das Split-Brain, falls da auch bekommen mit 2-1. Genau. Das ist anders so lustig, genau. Die Crush-Roll lassen wir die Replicated normal und dann machen wir noch das Häkchen rein für Add Storage. Dann kriegen wir gleich zwei Storage-Einträge mitgeliefert von PVE. Das ist auch das Schöne gleich mit dran, jetzt in der neueren Version. Und hier haben wir dann ein SEF-VM und ein SEF-CT. CT für die Container, genau. Und da geht über den Kernel-Client und da wird das RBD-Device gemappt und dann den Container darauf gestartet. Beim SEF-VM gehen wir über das LibRBD und haben den Vorteil, die Caching-Funktionalitäten vom LibRBD zum Beispiel zu verwenden und die Einstellungen vom Disk-Cache, die wir separat treffen, die wir hier in der GUI separat treffen können, so wie Write-Back, Write-Through und dergleichen, wird dann SEF durchgegeben und je nachdem wird der Cache aktiviert oder auch nicht. Genau, somit haben wir unser Storage und jetzt können wir, wenn wir wollen, die drüber schieben. Genau, wir nehmen die Disk, sagen einfach Move Disk, sagen wir wollen das Tagesstorage und vielleicht noch löschen, wenn man, damit die alte nicht überbleibt. Und dann geht's los. Und dann macht er ein Drive Mirror und schiebt jedes einzelne Byte darüber. Genau, aber bei der Hardware. Und da kann man der Disk dann sagen. Genau. Das für den Cache, genau. Aber wirklich Move. Genau, da ist das Move-Disk hier, da rechts. Also oben. Genau. So, Pool ist angelegt. Ist okay. Das Storage auch da? Also wenn man auf Data Center klickt, müsste ein Storage auftauchen hier und da Storage. Da ist kein Storage aufgetaucht. Ist kein Problem. Dann fügen wir das jetzt manuell hinzu, sagen wir hier Add. Genau, dann sagen wir RBD Klammer PVE. Genau, dann geben wir die ID, also wie soll es denn heißen, das Storage. Einfach mal RBD vielleicht. BD, genau. Braucht er mehr, das, damit wir es halt dann nachher wiederfinden. Genau, dann einfach auf Add. Okay. So haben wir es jetzt da. Und jetzt können wir zu der VM gehen, die wir aus dem Backup wieder hergestellt haben. Hm. Haben wir die neu hergestellt? Also irgendwo, dachte ich, ist die in 100 oder 101 oder diese ID. Da. Okay. Ja. Genau. Und jetzt klicken wir hier auf die Hardware. Jetzt klicken wir auf die Disk, die wir hier haben. Genau die. Und dann sagen wir Move Disk. Und dann schiebt er sie in Ceph Cluster. Das wählt man hier noch aus. Das RBD1. Genau.
Und das, die Delete Source kann man noch machen, wenn man will. Und die ID ist jetzt alphanumerisch? Nein, das ist der Name, damit wir es dann wiederfinden als Storage. So RBD oder SEF oder wie man es... Freitag gerne, Montag nie. Genau. Okay. Und das ist die Schematsch, oder? Genau. Okay. Passt. Ja, und jetzt können wir hergehen und der VM... Und der VM hier auf die Disk draufklicken. Hardware sind wir schon richtig. Genau. Auf die Disk drauf. Move. Genau. Und das wählen wir das Storage aus. Da haben wir jetzt das SF1 und Getcher. Und dann macht er ein Drive Mirror. Also er im Live-Zustand geht er her und alle die Änderungen, die reinkommen, werden gleich übertragen und der Rest wird dann mit gesynkt, bis dann quasi der Knackpunkt kommt und sagt, okay, jetzt habe ich alles gesynkt, jetzt schalte ich um und das OS kriegt das dann gar nicht mit. In den meisten Fällen jedenfalls. Achso, ja, das kann schon OS Wenn man dann die Move-Disk macht. Wenn man wann dann? Ja, die Move, die wird dann der Maschine Move. Wenn man die. Wie wir vorhin ja das gemacht haben. Die Migration der virtuellen Maschine, wenn das lokale, das alte Source Disk gelöscht ist, weil das würde dann überbleiben, weil der Haken nicht drin war, bleibt da ein Eintrag Unused Disk, den muss man löschen, weil der nur lokal liegt. Und dann sollte kein ISO drin sein, dann kann man sagen, hier migriere auf die andere Node. Und er macht diesen Kopie von der Disk nicht mehr, sondern sagt, okay, ich kopiere die Config, ich kopiere den RAM. Und dann starte ich auf der anderen Seite. Damit ist man mit der Migration wesentlich schneller, natürlich als nur lokal. Bitte. Genau. Und HA hat natürlich dann auch seine Bewandtnis, dass es auch ordentlich funktioniert. Ist das Mofen online möglich? Ja. Der macht einen Spiegel von der Disk und alle Änderungen, die sich ändern, die kriegt er mit, die schiebt er gleich rüber und dann holt er alles nach, bis er merkt, so hallo, ich habe eh alles, schwenkt um und dann wird auf die neue geschrieben. Also das sieht das Betriebssystem drin nicht. Also im Normalfall kriegt da gar niemand was mit. Ne? Und dann geht auch die Live-Migration ganz einfach, ohne das Kopieren. Das der Maschine. Das ist cool. Danke. Bitte. Tschüss. Das ist wieder eingefallen. Das Einzige, was mit beim Boxbox abgegangen ist, ist ein deduplicated Backup. Daran wird gearbeitet, am deduplicated Backup. Aber das hat... Nein, das ist VZ-Dump. Aber das muss mehr können, damit es auch wirklich Deduplizierung schafft. Und da Dietmar arbeitet gerade dran. Dann hat sich ganz viele Leute die böse auf Dell sind. Warum Dell ist böse? Weil Vsphere 6... Ja. Das kleinste, netteste Package für drei Nodes, das wir noch verwenden, Vsphere Essentials Plus. Ja. Das ist auch nicht so billig, aber es ist gut, das hat alles drin, Live Migration und das hat ein Backup eingebaut, das im Prinzip das EMC aber nach. Okay, ja? Gut. Und das macht die Duplication, das bringt dir ganz viel auf die Website, wenn du nicht viel Backups hineinbringst. Ja. Die Duplication, du hast eine ziemlich gute Retention Period für dein Backup, wenn du jetzt nicht so viel Datenanfall hast. Ja. Nee, natürlich. Hold, ja. Das ist auch einer der Beweggründe, dass mehr, also dass dann die Frage war immer mehr nach einem inkrementellen Backup. Die User sagt quasi, ich will ein inkrementelles Backup machen. Das wäre noch schöner, aber dazu brauchst du Filesystem. Das kannst du eigentlich nur auf der... Da hast du mehr Probleme bei einem inkrementellen Backup. Bitte schön. Bitte. Tschüss. Und wiederschauen. Wiederschauen. Herzlichen Dank. Bitte, kein Problem. Ciao. Wiederschauen.
Dazu bräuchtest du wieder BTRFS. Naja, wir schreiben das in einem File. Und da ist noch eine Config, in dem File sind wieder mehrere Files, sozusagen. Das ist das VMA, und da drin ist die Config, und da drin sind die Disken, die einzelnen, die wir sichern. Und da dann noch zu sagen, okay, ich mache ein Differential, da müsstest du ja quasi wissen, müsstest irgendwo merken, wo der Unterschied ist von dem Ganzen. Und das ist wesentlich mehr Aufwand, als dann eine Deduplication zu fangen, glaube ich, zumindest ja, so verstanden zu haben. Aber es ist natürlich auch cool, zum Beispiel, also ich liebe, wir arbeiten noch mit Apple, bevor der halt mit MacBook Pro angefangen hat, das heißt, die Mac Pros, die alten G-Scraper als Produktionsmaschinen, und Time Machine Backup ist einfach genial. Ich meine, es ist auch bei meinem MacBook genial. Ja, die machen Hardlinks, das ist im Prinzip das, was... Läuft ein AirSync? Ja, nicht R-Sync. Nein, es macht kein R-Sync, sondern... Na, unten drunter? ...im Baum das Hardlinks. Und wenn es sich ändert, dann wird es einfach... Nicht, ist es nachher nicht buffelig. Genau, aber das macht R-Sync genauso. Du kannst dem R-Sync sagen, dass die... Es gibt das R... R-Backup. R-Snapshot, danke. Oder das R-Sync verwendet. No. Das verwendet das R-Sync. R-Snapshot hat sich, denke ich mir, von Time Machine abgeschaut. Nee, ich glaube eher umgekehrt. Ich glaube, Apple macht das noch, gern. Hat dann noch diese. Was? Es ist eigentlich vollkommen wurscht. Cool. No? Vom Team. Also ja. Ja, bitte. Dieses Sparse Volumes, das hat zum Beispiel Sparse Volumes, was die. Also macht Time Machine das Backup auf nicht physikalische, nicht lokale Dinge. Der macht eine Zillion von Files. Im Prinzip macht sie seine eigene Blockgröße für sein Files, sein Disk. Aber ja, das sind so Sachen, die im Prinzip müsste das File-System schon unterstützen. Auf der Fox Talks war der, ich habe seinen Namen vergessen, Linux Bill, ja. Ist da? Linux Bill heißt er im Forum. Ist ja, und er hat sich das gemacht, er macht ein Backup und er macht sich ein inkrementelles Backup. Er zieht immer ein volles Backup, packt das aus, hat sich ein Tool geschrieben, mit dem er halt die Blöcke 1 zu 1 durchgeht, die Differenzen ablegt, weil er ZFS dort verwendet und dann Snapshots draus macht und das Ganze dann umgekehrter Reihenfolge, wenn er es restort, aus diesen Dingen ein Backup zusammenbaut und dann ein Restore macht. Aber er hat sich das dann halt so eins gemacht. ZFS-Snapshots sind natürlich auch cool. Ich kenne eine Operation UC San Diego, der verwendet ZFS-Snapshots überall. Die User restoren sich ihre Snapshots einfach, indem sie irgendwo in ein Filesystem gehen und sagen, ich kopiere mir das zurück. Und das sind ZFS-Snapshots. No. Genau. Ja, wir haben mit ZFS-Modul, wo man dann Shadow-Cookies rauskommt. Ja, das braucht dann nicht Ja gut, man kann es auch anzeigen. So, ich werde hier auch einmal das Ding stoppen. Achso, du warst nicht. Nein, aber ich hätte hier auf diesen eckigen Button gedrückt. Ich hätte gedacht, dass das Stops könnte. Ich glaube, ich tue einen kleinen Vorfall. Ich habe hier einen eckigen Button gesehen, das dachte ich mir schon. Das hast du gesagt, im Prinzip sind es zwei verschiedene Ansätze. Das eine ist Duplikatvermeidung und das andere ist Duplikatentfernung. Wenn ich inkrementelle Backups schon eingebaut habe im Filesystem oder in dem Moment, wo ich sie schreibe, dass ich das Duplikat bereits vermeide, dann brauche ich keine Duplikation. Wenn ich nichts kopiere, was sich nicht verändert hat, dann, sondern einfach auf den Pointer auf das alte Backup mache. Ja, aber in der inkrementellen Kette brauchst du ja alle inkrementellen Teile, was ja beim Deduplication nicht der Fall ist. Natürlich. Mit der Deduplication kann ich alle möglichen Probleme lösen, nicht nur das Backup. No. Aber ich bin ja eher der Meinung, dass das verschiedene Konzepte sind, die inkrementellen Backups
bin der Meinung, man sichert innerhalb der VM Daten und man sichert bei einem Update, vor dem Update mal die VM, und das ist der Punkt. Und viele wollen halt mit diesem inkrementellen ersetzen, dass sie in der VM irgendwas sichern müssen. Okay, das funktioniert so nicht. Ich habe Datenbanken, E-Mail-Server, die brauchen alle was. Stimmt schon. Mein System, das Netzwerk zum System machen, ist gut, damit ich das System auf einen Punkt hinsetzen kann und sage, dort fahr wieder weiter. Und der User ist für seine Daten, oder die Applikation sollte ja für ihre Daten auch selbst verantwortlich sein, weil sie ja am besten die Daten kennt. Genau. Ja? Weil wie soll ich Datenverlust prüfen in einem VM-Snapshot? Keine Ahnung. Solange vor allem wir sagen, Snapshot ist gut, dann würdest du sagen, der ist gut. Okay, na. Habe ich gefreut? Okay. Bitte. Okay. Ich auch. Ja, ich hoffe, verstehen, ja. Na, ich hoffe, ihr nehmt eure USB-Sticks alle mit. Okay, das musst du rausgehen, ich habe so dicke Finger. Danke. Bitte? Bitte, gerne. Genau. So, wir brauchen ja noch oder was? Ich bin nicht da. Ich bin halber vor. Vor allem das typische Südtiroler. Ja. Woher, genau? Pustertal. Ja. So bist du auch. Ja. Das ist vom Dialekt her, hört man schon. Ja, klar. Ja, ich muss eh irgendwie gedacht, habe ich ihn nicht sagen gegeben. Weil was ich gedacht hat, dass er da ist. Ah, wo muss ich denn gehen? Bei Ulten. Bei Ulten? Ah, Ulten. Okay. Weißenthal. Findl? Ja, Findl. Das Pfundertal, genau. Das zweite Dorf. Zwischen Findl und Pfundus. Ja, hier ein Kuss. Christine in St. Johann in Antol. Ah, geil. Ja, vor, ja, nein. Schnell mit zu erreichen. Ja, ja. In Antol ist ja Finsterfall weltweit. Ja, ja, ja. Ich finde es ja sogar ein bisschen weit, aber. Der fängt weit, aber trotzdem. Ja, es geht, das ist okay. So was. Ja, ja. Ich habe der wie auf dem Reichenpassfahrrad. Ja. Bist du dort aufgewachsen? Oder halt bei dem? Ja. Direkt, oder? Ja, ich bin allein, oder? Ja. Das dritte Jahr. Ja. 2015 habe ich umgekehrt. Ja. Ja, halt cool. Bin rausgekommen zu studieren 2013 und 2013. Technische Informatik auf der TU Wien. Und ja, und dann waren dann die Leute mal, was ist da, vielleicht kein Sommer. Nein, hängt jetzt irgendwie etwas in den Fach. Was es auch bringt vielleicht später, und haben es zufällig auf Volksmutz gehabt. Und haben halt umgekehrt. Cool, ja. Ja. Ich finde es sehr cool, dass das da hier. Ja, mir hat es auch ziemlich getaugt. Wenn es auf euch, wir sind halt so Jobs gesucht und eigentlich haben wir noch Linux gesucht, weil es ja da schon ein bisschen was getan hat. Nein, ja. Was tust du jetzt da? Ich bin bei FluidTime. Okay. Wir machen, vielleicht, wahrscheinlich habt ihr beide eine App von uns installiert. Vor allem Berlin haben wir noch Dorf. Ja, auch mal von. Ja, ja, macht schon Sinn. Hat auch FluidDynamics. Also dynamisch. Und bis hin jetzt zum Schluss, also Mobility as a Service, bin ich eben beschäftigen damit. Okay. Das ist in Zukunft einfach. Die Städte haben einfach alles Problem. Ja, sie haben irgendwie mehr investieren. Verkehr wird halt mehr. Leitern mehr, Stau hat mehr. Muss man auch sagen. Wir regeln und alle Städte werden regeln. Das ist ganz cool. Ja, ist eine coole Geschichte, ja. Ja, ja, nein. Und wir verwenden auch Proxmox, also intern. Aber wir das so, bin ich halt gekommen und dann so übernommen. Und das ist halt einfach so ein allgemeinzahlender Server. Und kann klar ist der Konnektion. Das ist halt, wenn du für interne Dienste ist halt leicht zählen. Ja, passt eh. Aber wow. Ein Update. Aber man könnte wirklich zumindest das mit dem Cluster verbinden. Ja, du machst das leider nicht. Ja, ja. Einfach du kannst auch. Laufen die virtuellen Maschinen? Jetzt nicht mehr. Nicht mehr. Aber ja, aber du kannst schon da starten und saugen. Genau. Na, und wenn du noch ein PVE, also Expected, einsetzt dann, und dir das Cluster so im Ding egal ist, dann. Ja, du kannst sagen, wie viele Votes als Expected das brauchen. Ja. Achso, okay. Oder du ist ja geschickt und du sagst, du brauchst jetzt wirklich mal auf den warten. Genau, ja.